ist the shit, Alter. Leon Laufwerk ist real. Und deswegen wird er von der Masse in Deutschland nicht akzeptiert. Ja, deswegen muss er auch bald nach Mexiko, um da am Strand in Tulum mit den Bitches zu chillen, Alter. Da kommt dieser Neid, dieser Hass hoch. So machen das halt erwachsene Menschen, Leon. Blau machen und irgendwas sagen mit so, ey, ja, aber du kannst keine Kritik vertragen. Das ja, irgendwelche Leute nachäffen, ja, das ist auch so sechsjährigen Verhalten. Nee, du kannst keine Kritik vertragen. Rückblende. Weil er denkt, dass er jetzt größer ist. Das sind 90 Minuten, so lange kann ich mich nicht konzentrieren, dann muss ich wieder ins Gym, Alter. Ja, irgendwelche Leute nachäffen, ja, das ist auch so sechsjährigen Verhalten. Okay. Ich habe nie einen Hass auf dich gehabt. Ich habe erst einen Hass auf dich bekommen, als du einen Hass auf mich hattest. Der Ursprung ist wichtig und du bist der Ursprung von der ganzen Scheiße. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club. Und der Tufan sagt, Junge, gestern per Zufall Marvin sein Live gesehen, mir fehlen die Worte. Da sind wir doch schon direkt beim Thema, Freunde. Ich hab mir gedacht, wir ziehen uns heute mal das Video rein, was der Bre als letztes über mich hochgeladen hat. Ist er jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr hängt er mir an der Backe. Ich glaube, es sind sogar fast 2 Jahre, oder? Ich bin mir nicht genau sicher. Und ja, er hat schon so viele Videos gemacht, die so eine krasse Reichweite auf seinem Kanal generiert haben, die ihm auch sehr viel Money beschert haben an der Stelle, was man nicht unterschätzen darf, und mit denen er auch sehr viel Hass verbreitet hat. Ja? Ich bekomme fast täglich Nachrichten von Leuten, die offensichtlich aus seiner Community kommen und einfach nur Hass verbreiten. Und bevor wir jetzt mal auf das Video reagieren, um mal zu schauen, was er da erzählt hat, würde ich gerne vorher eine Frage in den Raum stellen an ihn persönlich. Falls du das hier siehst, kannst gerne einen Kommentar schreiben. Ich werde es auch auf dem zweiten Kanal hochladen oder auch nochmal gerne eine Reaction drauf machen und mir einmal bitte sagen, was los ist, Digi. Warum magst du mich nicht, Bro? Kannst du mir das einmal bitte beantworten, was da so die Hintergründe sind? Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum er sich zur Aufgabe genommen hat, so viel Hass in meine Richtung zu verbreiten. So. Weißt du, wie ich meine? Es erschließt sich mir einfach nicht und deswegen würde ich ihn bitten, das einmal mir mitzuteilen, aber auch vielleicht seiner Community mitzuteilen, um das zu verstehen. Ich glaube halt, ein Großteil seiner Community und meiner Community auch, die Community auf YouTube ist halt so, die feiern einfach, dass es Beef gibt, dass es Stress gibt, dass Leute gegeneinander irgendwie sind so. Aber den Grund dahinter verstehen viele Leute nicht. Und ich selber verstehe den Grund nicht. Ich will den einfach gerne wissen. Also schreibt gerne in die Kommentare rein. Yes, wir gehen einfach mal rein. Der Tufan sagt gerade vor allem, der benutzt deine Sprüche und so und hat sogar uns Mods beleidigt, also weil ihr Mod bei mir seid, oder was? Leon Laufwerk hat eine Ansage an Marvin California. Warte mal. Ich glaube, mein Bild ist oben drüber, wa? Gib mir die Ansage-Vibes, man. So, ich gehe mal hier hoch. Und rein. Gauen, ja. Tanzverbot hat angerufen, er möchte seine Titel aus 2016 wieder, ja. Niedlich, ja. Ansage aus dem Gartenhäuschen seiner Oma, wo er sich momentan befindet und seine Revolution startet, meine Freunde. Das kann ich nicht ertragen, ohne mir hier einen gewissen Cocktail zu machen. Ja, deswegen erstmal hier Rinn in den Schädel. Stark. Weil ich wurde gewarnt, dass es... Alkohol kann ich nicht weiterempfehlen, meine lieben Freunde. Bin echt kein Fan von Alkohol, gerade für alle Leute, die auch trainieren und Sport machen. Alkohol ist mit der schlimmste Feind vom menschlichen Körper. Fühle ich nicht, feiere ich, prägt mich nicht. Sehr, sehr interessant wird, ja. Auch ein wunderschönes Shirt, was er hier anhat, ja. Nimm die Welle, so wie sie kommt. Mehr hohle Phrasen von Leon Laufwerk. Yeah. Oh, nee. Ich finde den Spruch richtig nice, Digga. Nimm die Welle so, wie sie kommt. Das ist Natur, Bro. Weißt du, wie ich meine so? Ich weiß noch damals mit Tarek aus. Schöne Grüße gehen raus an Tarek. In Malle haben wir uns das erste Mal getroffen und er hat mir den Spruch so mitgegeben. Nimm die Welle einfach so, wie sie kommt. Das ist Natur, die kannst du nicht beeinflussen. Das ist einfach nur eine Metapher, die du aufs Leben auch übertragen kannst. Das Leben kommt so, wie es kommt auf dich zu. Nimm es. Reite die Welle und hab keine Angst vor der Welle. Versuch die Welle nicht aufzuhalten. Nimm sie und versuch das Beste draus zu machen. Finde ich eigentlich einen sehr coolen Motivationsspruch, Bro. Also, mein Daumen verkrampft gerade, der will nicht auf die Leertaste hauen, ja? Mein Körper wehrt sich gegen dieses Video.
Warum guckst du es dir dann an, Bro? Was ist es genau? Bitte schreib's in die Kommentare rein. Was ist es, was dich so triggert, so was dich so, ja, was dich anscheinend wirklich über Jahre beschäftigt, warum du immer noch an meinen Eiern klebst, Bruder? Was ist der Grund? Bitte sag's mir. Für die ganzen Leute, die auf schlau machen und irgendwas sagen mit so, ey, ja, aber du kannst keine Kritik vertragen, das ist doch nur Kritik und so. Auch da, wenn du einfach nur gesunden Menschenverstand an den Tag legst, dir die Videos anguckst, dann siehst du, dass es reines Trolling ist. Und das ist auch ein Heuchler. Das ist auch belegbar, weißt du? Er hat mir dann noch irgendwas geschrieben, ja, wenn ich mal in Berlin bin, können wir Friedenspfeife rauchen und menschlich... Oh nein, Alter. Nein. Kramt er die alte Kamellen hier noch aus, oder was, ja? Ja. Oh, das ist nur die Vorschau. Ey, was glaubt ihr, welche... Ganz kurz, Bro. Alte Kamellen hin oder her. War es nicht so? Das kannst du auch gerne mal in deinen nächsten Reaction-Videos erzählen. War es nicht so? Wolltest du nicht nach Berlin kommen und eine Friedenspfeife mit mir rauchen? Hast du nicht gesagt, Bro, lass uns das Kriegsbeil begraben. Beef ist nicht geil und dies, das, bla, bla, bla. War es nicht so gewesen? Bruder, komm. Gib's doch einfach zu. Komm, kommt. Was glaubt ihr, welcher Song kommt? Kommt Sonne, kommt High oder wie heißt der andere? Video. Sonne meint er, ja? Okay. Ich glaube, der High ist in the Club. Ihre Reichweite nehmen. Apropos High ist im Club. 500.000 Streams. Ohne Support aus der Szene. Ohne großen Rücken von irgendwelchen Playlists, Major Labels oder sonst irgendwas. Dankeschön für den ganzen Support. Brutal. Ich schwöre dir, das hat, war jetzt vor 3 Tagen oder so, wo ich das gesehen habe und das hat mich extrem stolz gemacht. Ich küsse euer Herz. Damit was Böses machen wollen, was Schlechtes machen wollen. Ja, das ist ja allgemein bekannt, ja, dass ich meine Reichweite nehmen möchte und damit etwas Schlechtes machen möchte. Ja. Ich möchte die Erde unterjochen. Ich möchte natürlich die Agenda der fiesen Illuminaten auf jeden Fall pushen. Ja. Du nutzt deine Reichweite, um Hass zu verbreiten, Bro. Das meine ich damit. Tief mit meiner Reichweite und mit dem Gefährlichsten. Und wenn es deiner Meinung nach nur in meine Richtung ist, ich bin auch ein Mensch, Bruder. Auch wenn ich für dich vielleicht ein Mensch zweiter Klasse bin oder nicht so viel wert bin wie du. So wie du rüberkommst, denkst du wirklich, dass du mehr wert bist als ich so. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch. Und du nutzt deine Reichweite dazu, dass ein Mensch mehr Hass erfährt. So. Und das ist was Schlimmes. Was heißt Schlimmes? Das ist was Negatives. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, ich habe nie sowas aus negativer Intention gemacht. Und wenn du so einem Menschen sowas antust und mit so viel Hass überschüttest, auch durch deine Community, wird es zurück in dein Leben kommen. Davon bin ich überzeugt, Bro. Revoluzer von allen, mit Leon Lovelock fange ich an. Ja, das ist mein Narrativ, das ist meine Agenda. Ah, scheiße, Digga. Doch Sonne, ja. Marvin, neues Video, Support auch da. Lass doch an, Bro. Fühlst du doch den Song? Weiß ich doch ganz genau, Brudi. Ich küsse dein Herz. In den Kommentaren. Was hat denn der erzählt? Bestimmt auf das Video reagiert. Ja, dachte ich mir schon. Sind die da oben wieder schuld? Ja, ja, geil. Guck mal sein Face an. Guck mal, wie er da sitzt und guckt. Der Typ denkt, der ist erhoben. Er denkt, er ist der Krasseste. Er denkt, er sitzt auf irgendeinem Thron über mir. Wie kommst du auf diesen Gedanken, Bro? 1 Stunde 38. Bruder, der macht einfach auf meinen Nacken Pader, der Wichser. Der macht immer eine Reaction, immer eine Stunde noch was und so. Und Bruder, eigentlich überhaupt nicht verdient, sag ich dir. Also, dass das Video 1 Stunde 38 ging, das hat nur sekundär was mit dir zu tun, mein lieber Leon, ja. Da gab's eine Reaction von dazu, die war sehr ausufernd, die ging, glaube ich, schon fast eine Stunde. Und dein Originalvideo ging, glaube ich, was weiß ich, 17 Minuten oder 20 Minuten, also das ist schon okay, ja, 17, 20 Minuten von 90 Minuten, da musste er mir Props dafür geben, dass ich in meinen Reactions auch so viel noch Eigen-Content dazu kreiere, eigene Meinung mit reinbringe, ja, es gibt Reactions von dir auf deinem Leon Lovelock Lifestyle-Kanal, ja, wo du dir irgendwelche Sachen anschaust. Der Typ ist so getriggert von mir, Bro. Ich will wissen, warum, Digga. Da 3 Sätze zu sagst und dann lädst du den Leon Lovelock Lifestyle-Kanal. Skrrr. Lovelock Lifestyle in dein Face, Motherfucker. Hoch, ja. Und dann regt er sich hier auf, oh, er macht Para auf meinen Nacken, ja. Du machst da auch Reactions. Para, na, Mann. Also, wie gesagt, dass er jetzt hier sagt, boah, der macht die Kohle auf meinen Nacken, ja, vor allen Dingen. Bro, von deinen letzten 35 Videos sind die erfolgreichsten die beiden über mich. Also, what's up? Worum geht's jetzt hier? 3, 4... Machst du kein Geld oder was, Bruder? Mit einem 1,5 Stunden Video, was 40.000 Klicks machst, Bruder, da machst du mindestens deine 300, 400 Euro mit. Mindestens.
drei oder vier Leon Lovelock-Videos, die ich hochgeladen habe, ja, schön, ja, grandios. Da habe ich für immer für ausgesorgt, ja, also ich weiß ja nicht, was der für eine CPM hat, Alter. Hat keiner gemeint, aber du hast auf jeden Fall Money auf meinen Nacken gemacht, auch Abos auf meinen Nacken gemacht, weil diese Videos, die du über mich machst, über deine Reichweite hinausgehen. Das sieht man, wenn man auf deinen Kanal geht, und jeder, der noch eine Gehirnzelle vorhanden hat, der sieht das auch. Aber Leon Lovelock ist jetzt auch nicht der Wunder-Klick-Magnet. Normalerweise klar, Bruder, safe. Aber ich bin da auch echt zu faul für und so. Normal müsste man die auch... Warum ist denn die Quali so scheiße? Ist alles auf 1080, Alter. Ja, Bro. Normal müsste man die auch... In der Waldlaube hat man nicht so viel Internet, Brudi. Wegstriken. Einfach... Normal müsste man die alle wegstriken, ja. Also alles, worauf... Nicht die alle, dich. Lovelock reacted, ja, das darf man natürlich einfach so machen, ja. Aber wenn Leon Lovelock, der dann auch in seinem Video sagt, ja, sagt mir mal bitte eure Meinung nochmal zum Treppenhaus-Video, würde mich mal interessieren, wie er dazu steht, zwei Jahre danach, und ich dann halt meine Meinung dazu sage, das muss man dann wegstriken, meine Freunde, ja, weil das ist... Du hast nicht deine Meinung dazu gesagt, Bruder, du hast dich über mich lustig gemacht, schon in den ersten Minuten hast du mich versucht hinzustellen, was ich nicht bin. Deine Aufgabe ist es nicht, Kritik zu äußern oder deine Meinung zu äußern. Das merkt man in jedem einzelnen Satz, der aus deinem Mund rauskommt. Und das sieht man in deinem Face. Du bist genervt. Du hast Wut. Du hast Hass in dir. Das siehst du. Die meisten feiern es nur, weil es Beef ist, Bro. Wenn man es menschlich auf die Waage legen würde, würde man sehen, was deine Intention ist. Deine Intention hat nichts Gutes. Das kannst du dir auch selber einreden, wie du möchtest. Weil das ist negatives Feedback. Mit negativem Feedback wissen wir alle, kann das Kleinkind Leon Lovelock nicht umgehen, und deswegen ist Leon Lovelock... Kleinkind, Digga, ich würde mal wissen, wenn ich vor dir stehe, so, wer dann das kleine Kind ist, weißt du, wie ich meine, so? Ich glaube, du bist zwei Köpfe kleiner als ich, Bro. Und ich weiß nicht, ob du... Wie alt ist der eigentlich, der Texas-Typ? Natürlich maßlos getriggert, wenn jemand sagt, dass er den doof findet. Ja, damit kann der nicht umgehen. Ich weiß nicht, ob der in der Kindheit immer gesagt bekommen hat, dass er der Geilste ist und deswegen halt so ein krasses Ego hat. Aber als Person des öffentlichen Lebens muss man das ab... Nee, Bro, ich wurde in der Kindheit durch meine Hautfarbe alleine, habe ich viele Erlebnisse gehabt, die mich dazu gebracht haben, irgendwann ein eigenes Selbstbewusstsein für mich selbst aufzubauen und mir selbst zu sagen, dass ich was wert bin, dass ich gut so bin, wie ich bin, und dass ich auch nice bin, so. Weil mir das in der Kindheit eher ausgeredet wurde, aufgrund von meiner Hautfarbe, so. Das war eine Sache, die hat mich mein Leben lang verfolgt, und seitdem hatte ich so Selbstliebeprobleme, Selbstwertprobleme. Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich weiß sein wollte oder mir gedacht habe, warum sehe ich anders aus? Weißt du, wie ich meine? Und es gibt krasse Identifikationsprobleme und krasse Selbstwert- und Selbstliebeprobleme, die ich irgendwann wieder in mein Leben geholt habe. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mir selber gesagt habe, du bist gut so, wie du bist, und du feierst dich, du musst dich selber feiern, so wie du bist, und musst das nutzen, was du hast, um was Gutes zu schaffen. So. Dass es auch Leute gibt, die dich scheiße finden, ja. Ist doch vollkommen okay, dass es Leute gibt, die mich scheiße finden. Ist doch alles cool. Kannst ja auch sagen, so, wenn das deine, wenn du ein krasses Bedürfnis danach hast, Leuten zu erzählen, wie scheiße andere Leute sind, oder dass andere Leute scheiße sind, dann mach's doch. Aber stell's nicht so hin, als ob's Kritik ist oder als ob's irgendwie, keine Ahnung, konstruktiv ist oder so. Nee. Du magst den Menschen einfach nicht und deswegen machst du ihn fertig. Also meiner Meinung nach sowieso eine Sache, die man nicht machen muss, nur weil mir jemand nicht gefällt oder weil jemand nicht so ist, wie ich ihn mir vorstelle, oder weil er anders ist als ich, setze ich mich nicht hin und muss das unbedingt nach außen tragen und allen Leuten mitteilen, guck mal, den mag ich nicht so. So war ich noch nie, das war in meiner Welt auch noch nie was Gutes. So hat man mich nicht erzogen, so hat man die meisten Menschen, mit denen ich unterwegs bin, auch nicht erzogen. Das ist nichts Nices so, muss man nicht tun. Wenn dir jemand nicht gefällt, dann schalt einfach ab, guck ihn dir nicht an, guck dir die Leute an, die dir gefallen. Fertig aus. Männertasche, um all deine Sachen zu verstauen? Sei nicht so... Die Videos sperren lassen, Digga. Content-ID, boom. Raus mit der Nummer, weißt du, wie ich meine? Wer soll auch auf sowas reagieren? Der weiß das wahrscheinlich auch schon. Als ob ich mir jetzt 1 Stunde 38 sein Face da reinziehen würde, wie er. Hast du wahrscheinlich im Privaten eh schon, aber du hast... Hab ich noch nicht, nee. Ich guck mir keine Videos von dir an. Wenn ich mir Videos von dir anschaue, dann in der Reaction, da kann ich es wenigstens noch im Nachhinein hochladen. Aber so privat, freiwillig von dir Videos angucken, weniger, Bro. Merk, dass ich dich da argumentativ komplett auseinandernehme, und deswegen würdest du dir die Blöße im Stream nicht... Der denkt echt, er ist so, du bist ein Messias, Bruder. Da versucht mich wieder ins Lächerliche zu ziehen, weißt du, wie ich meine, so.
What the fuck, Bro? Da ist Cynic wenigstens noch human gegen, so mit seinen kurzen Videos, weißt du? Das kann man auch mitnehmen als easy Upload, aber wenn ich jetzt auf sowas reagiere, Bruder, dann reagiere ich 3 oder 4 Stunden. Mach wie Monte und verlang Donation, eigentlich schon, gell? Marvin, wenn du das siehst hier, Digi, oder es gibt bestimmt Leute, die jetzt gerade so mitschneiden und mitmischen und so. Was für mitschneiden und mitmischen labert der denn? Du lässt das doch eh. Das war dir doch auch da schon klar. Ansonsten kriegst du doch auf deinem Reaction-Kanal keine Klicks, Digga. Aber Ansage an Marvin California, Ausrufezeichen, kriegt der Klicks dann, ja? Da hat er ja jetzt immerhin schon fast 10.000 Klicks, glaube ich, jetzt hier, ne? Na, geht doch. Also wer soll das hier mitschneiden und mitmischen? Für TikTok oder was? Wenn du das siehst hier, Digi, oder... Sein Face, Digga. Leute, die jetzt gerade so mitschneiden und mitmischen und so. Mix und Mastering auf der Reaction hier noch bitte mitmachen hier, ja? Und dann auch wieder Dings machen und so. Macht das gerne in euer Titel rein. So, Leon Lovelock fordert von Marvin. Was sollen wir fordern, Digga? Was sollen wir fordern? 5.000 Abos. Der Bre ist richtig genervt, guck mal sein Face. Hat ein Prime-Abo da gelassen, ich küsse dein Herz, Digga. Oha, das ist schon Monate her, Bruder. Fauste den Motherfucker. Jetzt hab. Ah, hat er mit aufgenommen, wahrscheinlich direkt Screen-Recording gemacht, als er mir eine Spende geschickt hat. Schwarz auf weiß, ja. Leon kriegt meinen finanziellen Support und das war nicht das erste Mal. Ach, gar keine Zeit. Wie meinst du, war nicht das erste Mal? Erzähl mal bitte. Und Bruder, ein Prime-Abo auf dem Twitch-Kanal dazulassen im Vergleich mit. Wie viele hunderte, ich glaube, du hast bestimmt schon 500.000 Klicks auf meinen Nacken gemacht, ne? Ist finanziell, glaube ich, nicht zu vergleichen, Bro. Dafür, Bruder. Jeder, der selbst denken kann, stellt sich nicht gegen eine Minderheit. Also das ist krass hier, ja? Aus seiner Community, Leon, die Minderheit, ja? Da wird direkt überlegt, okay, Marvin ist ja weiß, Leon ist schwarz. Da kann es vielleicht deswegen sein, dass er den nicht mag oder so, ja? Das. Hä, wie kommt der jetzt auf weiß und schwarz, Digga? Allerletzte, ja? Was hat der da für Leute da in seiner Community, Digga, ja? Ich glaube eher, dass die Leute in meiner Community gemeint haben, mit Minderheit meine Meinung. So. Gerade weil du auf das Video reagiert hast wegen meinem Treppenhaus-Video, dass ich halt eine andere Meinung habe und als Minderheit, als ungeimpfter eine Minderheit bin und als jemand, der eine andere Meinung hat, Bruder. Da war keine Rede von Hautfarbe oder irgendeine andere Geschichte, so. Wieso spielst du, was hat das damit zu tun, Bro? Wie er auch versucht, jedes Wort von meiner Community so hinzustellen, als ob die alle lost sind und alle dumm sind, so. What the fuck, Bro? Es geht gar nicht um Minderheit in dem Fall, Bruder. Na, aber das ist dann wenigstens fair von Leon, ja, dass er dann auch sagt, nee, also da, das ist nicht das, was den texanischen Brattern wurmt hier, ja. Also das wäre ja wirklich jetzt krass, Alter, wenn er auch noch auf die Schiene geht, Digga. Nee, jetzt in dem Fall keine Minderheit. Jeder, der selbst denken kann oder der seinen gesunden Menschenverstand einschaltet, der sieht, dass ich mein Content und meine Karriere nie dafür genutzt habe, um andere Menschen zu schwächen, schlecht darzustellen, sich lustig zu machen, fertig zu machen, einfach negativ, also Reichweite aufbauen, um die negativ zu nutzen. Das habe ich noch nie getan, so, weißt du, ich meine, deswegen gibt es keine Grundlage und keine Rechtfertigung, dass es jemand mit mir macht. Und das sollte ein normaler Mensch mit Menschenverstand einfach verstehen. Also ganz wichtig ist, ja, wenn man gesunden Menschenverstand hat, dann muss man Leon Lovelock recht geben, ja. Das ist so ein typisches Strom. Nee, Bro. Wenn man gesunden Menschenverstand hat, dann muss man sehen, was du fabrizierst. Und dann muss man sehen, dass deine Intention eine böse ist und dass du deine Reichweite dafür benutzt, um auf mir rumzuhacken, mich zu mobben, weil du mich nicht magst und nicht, weil ich dir irgendwas angetan habe. Und so, ich habe dir nichts angetan. Es ist im echten Leben nie irgendwas passiert, was das rechtfertigen würde. Und so. Argument aus der Grundschule, aus dem ersten Einsteigerkurs für Strohmann-Argumente, ja, dass du einfach deiner Audienz sagst, wenn man schlau ist, dann ist so und so. Wenn man gesunden Menschenverstand hat, ist so und so. Wenn man einfach mal nachdenkt und geistig nicht ganz bescheuert ist, dann ist so und so. Ja, das ist natürlich manipulativ as fuck, ja, und seine simpel gestrickte Community fällt da natürlich auch gnadenlos drauf rein, ja. Also Leon Lovelock ist gute Marvin Texas, der Shaitan Diablo in Person. Und da geht's auch nicht um Kritik für die ganzen Leute, die auf schlau machen und irgendwas sagen mit so, ja, aber du kannst keine Kritik vertragen. Das ja, irgendwelche Leute nachäffen, ja, das ist auch so 6-jährigen Verhalten. Nee, du kannst keine Kritik vertragen.
jedes Wort zu nehmen und in den Mund umzudrehen, das ist auch so ein 6-jährigen Verhalten. Ja, es ist so. Du hast gar keine Argumente, Digga. Du weißt selber gar nicht, warum du das machst mehr, glaube ich. Es gibt keinen, der weniger Kritik vertragen kann im Internet als Leon Lovelock. Oh, woran machst du das denn fest, Digi? Woran machst du das denn fest? Du bist für mich kein Kritiker. Du bist schon lange kein Kritiker mehr. Du bist nur noch jemand, der jedes Video, jedes Wort, was ich sage, das hat man letztens auch schon wieder gemerkt. Ich habe ein Video hochgeladen über den Ukraine-Russland-Konflikt. So. Das Video ist vor 2,5, 3 Wochen entstanden. Ich habe es erst 1,5 Wochen später hochgeladen und es war ein schwieriger Zeitpunkt, ein schlechter Zeitpunkt, weil genau da der Krieg ausgebrochen ist. Und der Erste, der direkt eine Story gepostet hat auf Instagram, Marvin California, ey, Leon Lovelock, geht gar nicht, guck mal, was für ein Drecksmensch, Hauptsache du kannst ins Gym gehen, bla 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 bla. Daran siehst du doch deine Intent, also Bro, so hä? Das hat nichts für mich, das hat nichts mit Kritik zu tun. Weißt du, wie ich meine? So, wenn irgendeiner sich hinsetzt, zum Beispiel auf einen Song von mir reagiert und wirklich objektiv seine Kritik dazu äußert, dann nehme ich das immer an, nehme ich mir immer zu Herzen. Auch wo ich meine Lieder hochgeladen habe, die Kommentare habe ich mir alle reingezogen, habe ich mir alles angeguckt, habe gedacht so, ja, ich bin musikalisch noch nicht der Krasseste, ich ziehe mir da gerne Feedback rein, auch vom PA, ich habe die Songs auch vorher schon Manuelsen gezeigt, anderen Leuten gezeigt, weil ich Kritik haben wollte. Ich kann Kritik ertragen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie konstruktiv ist und dass jemand damit was Gutes bewirken will und nicht, wenn es einfach nur negatives Rumgehasse ist, Bro. Und deswegen ist der momentan halt so eine Lachnummer. Nicht wegen seinem Corona-Video von vor 2 Jahren, Digga. Ja? Das versteht der nicht. Das versteht der einfach nicht, ja. Ist doch nur Kritik und so, bla bla bla. Bro, auch da, wenn du einfach nur gesunden Menschenverstand... Ja, na, wenn du gesunden Menschenverstand hast, ja, also wenn du wirklich kein geisteskranker Mensch bist, sondern wenn du im Oberstübchen auf jeden Fall noch alle Tassen beisammen hast, dann ist einfach keine andere Option gegeben, als dass du mich fucking cool findest. Dass du sagst, Leon Love... Habe ich das gesagt? Ist the shit, Alter. Leon Lovelock ist real. Und deswegen wird er von der Masse in Deutschland nicht akzeptiert. Ja, deswegen muss er auch bald nach Mexiko, um da am Strand in Tulum mit den Bitches zu chillen, Alter. Weil da kommt dieser Neid, dieser Hass hoch. Davon wird die Welt eine bessere, meine Freunde. Ja, deswegen spendet ihm über seinen PayPal-Link Geld, damit er endlich wieder mit den Bitches in Tulum auf Yachten rumchillen kann. Bro, auch da, wenn du einfach nur gesunden Menschenverstand an den Tag legst, dir die Videos anguckst, dann siehst du, dass es rein ist. Du wärst auch gerne gewesen, war Marvin? Nur mal so als Background-Information, ich war einmal einen Tag auf einer Yacht mit Models, es waren 40 Models oder so, aber auch 20 Männer und da wurde ich komplett eingeladen, alle Drinks waren for free, die Yacht war for free, für mich war da alles for free, also was ich jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht auf krass machen, aber ich selber kann mir sowas nicht leisten und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, dass ich finanziell gerade nicht so perfekt aufgestellt bin. Und das ist auch schon so war, wo ich in Tulum war. Aber ich habe da einfach viele Möglichkeiten von vielen Menschen bekommen, coole Sachen zu tun, ohne dafür Geld auszugeben. Und dann habe ich diese wahrgenommen. Ich habe das Geld, was ich über PayPal bekommen habe, jeden einzelnen Euro bis zum letzten Cent in Equipment wieder reingesteckt. Ich habe mir ein Objektiv gekauft für 300 noch was Euro und genauso viel hatte ich auf meinem PayPal-Konto drauf. Also ich werde die Sachen, die ihr mir spendet, wo ihr mich unterstützen wollt, werde ich wieder in euch rein investieren, beziehungsweise in den Kanal und dass es hier weitergeht. So. Calling ist, dass da zwischen... Du hast es dir doch nicht mal angeguckt. Du hast es dir doch nicht mal angeguckt. Digga, ich habe mir die ersten 5 Minuten angeguckt und als ich schon gesehen habe, auf wen du da reagierst, du hast ja nicht mal selbst auf mein Video reagiert, sondern du hast auf ein Video reagiert, welches auf mich reagiert hat. So, und dieser Typ, der dieses Video gemacht hat, ich kann auf den einfach nicht reagieren. Ist einfach für mich, geht nicht. Weißt du, wie ich meine so? Was fällt dir ein, über etwas zu urteilen, was du nicht kennst? Was fällt dir ein, über mich zu urteilen, wenn du mich nicht kennst? Du kennst mich nicht persönlich, du hast mich noch nie gesehen. Was fällt dir ein? Er hat da gerade gesagt, das sind 90 Minuten, so lange kann ich mich nicht konzentrieren, dann muss ich wieder ins Gym, Alter. Entweder hast du es dir angeguckt... Es ist das Gym, ne? Es ist das Gym, es sind die Mädels, so das höre ich immer wieder raus. Das ist das, was den am meisten abfuckt, so. Obwohl ich mich nie hingesetzt habe und mich damit profiliert habe und gesagt habe, so, ja, Mann, ich bin voll der krasse Typ, ich krieg alle Bitches und das ist voll geil und nichts anderes ist was wert und so. Im Gegenteil, ich versuche den Leuten über Social Media immer wieder mitzugeben, dass es mehr ist als Money, Geld, Bitches, dies, das, dass man sich auf sich konzentrieren soll. Dass man sich selbst finden soll, dass man seinen Traum leben soll, Bro.
Aber das scheint ihn wohl richtig krass zu nerven. Richtig krass. Belügst du deine Community hier oder beurteilst etwas, was du nicht eine Sekunde lang gesehen hast? In den Zeilen mal ein bisschen Kritik, normale Kritik auch ist, aber das immer auf so einen lächerlichen Vibe runtergezogen wird und auch richtig persönlich teilweise wird, so weißt du? Und das ist einfach in meiner Welt einfach nicht respektierbar, so, weißt du, wie ich meine? Und warum soll ich mich mit Leuten... Ich brauche deinen Respekt nicht, Leon. Das interessiert mich einen Scheiß, ob du dich respektierst oder nicht. Auseinandersetzen, die ich nicht respektiere, kann ich einfach nicht respektieren, weil die Dinge tun, die in meiner Welt nicht... Ja, jetzt habe ich ihn auch nachgedacht, stimmt schon, ja. Marvin, Dicker, das ist genauso wie, wo du mal in der Reaction gesagt hast, dass ich das Wort schwul so oft benutze und ob das irgendwie, ob ich schwulenfeindlich bin, aber dann in einem Interview mit Flair dich hingesetzt hast und er hat irgendwas mit, ey, voll die Schwuchtel und schwul und dann hast du dich kaputt gelacht, Bruder. Marvin, Bruder, warum ist es so, dass du einige Leute wegen Aussagen, die ich tätige, mich dafür fertig machst und andere Leute dafür feierst, dass sie so eine Aussage tätigen? Woran liegt das, Bro? Kann es sein, dass du einen generellen Hass gegenüber mir hast und dass es keine Kritik, keine konstruktive Kritik mehr ist, Bruder? Können wir uns darauf einigen? Wenn ich mich gut sind. Ja, also. Aber ich habe das nicht als Argument gebracht, ja. Also ich habe ja trotzdem noch gesagt, was das Argument ist. Was ich scheiße finde, ist, wenn man Leute einfach nur nachäfft und dann aber kein Argument bringt, ja. Mhm. So als Stilmittel, humoristisch, ist das komplett cool. Ja, ja, komplett cool. Mach ich das auch gerne. Ja, 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 ja. Kann ich einfach nicht respektieren, weil die Dinge tun, die in meiner Welt nicht gut sind. Ja, also du bist alleine gegen die Masse. So, das meinst du mit Minderheit. Ja, ja, okay. Du meinst wahrscheinlich auch das Gleiche wie ich so. Wishu. Marvin Bash zum Beispiel, Kianosch nicht, aber dafür dann andere, what the fuck. Ja, Kianosch hat sich ja auch gerade gemacht, ja. Ich habe auch gesagt, dass ich diesen Talk von Kianosch auch komisch fand, ja. Aber natürlich habe ich zu Kianosch eine Beziehung, ja. Zwischenmenschliche Beziehung, die mir natürlich schon erklärt und mir Erfahrungswerte mitgibt, um halt für mich auch zu schließen, okay. Der Bruder hat da einfach nur ein bisschen einen auf Stammtischgelaber gemacht, der ist da nicht felsenfest überzeugt davon, sondern liebt das auch teilweise in seinen Streams, da die abstruse Theorien aufzustellen und da einfach ein bisschen drüber zu labern. Ja, der mag das. Ja, der ist neugierig und schmeißt manchmal auch wirklich wilde Thesen in den Raum, aber nicht, weil er daran glaubt, sondern einfach, weil er über die reden möchte. Ah ja, okay. Ah, das ist der Unterschied, okay, verstehe. Ja, und das wusste ich bei Kianosch schon von Anfang an, auch als die Komm ins Café den gedreht haben. Der Gegen bash ich nicht Kianosch, weil ich weiß, dass das bei ihm halt mehr oder weniger auch nur Entertainment ist und er sich da teilweise auch drüber lustig macht. Und er hat ja dann auch eine Ansage rausgehauen zu diesem Erde ist eine Scheibe und alles drum und dran Video, wo er dann halt auch gesagt hat, ey, nee, Leute, ja, also da habt ihr mich echt falsch verstanden, weil das dann halt auch irgendwann so war, dass bei ihm auch irgendwann Sponsoren sich gedacht haben, nee, der ist ein bisschen weird. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil ich auch keinen Bock habe, jetzt irgendwie noch Kianosch damit reinzumischen oder so. Range, das ist mein Erfahrungswert mit Kianosch und deswegen bash ich den nicht, ist ja völlig klar, ja. Aber Kianosch weiß auch, dass ich das nicht gut fand damals, ja, diese Aussagen. Kianosch wurde da auch gut von Marvin wegen des Unboxing-Video-Reaction kritisiert. Dankeschön, Digga. Ja. Also auch wenn ich mit Kianosch gut bin, kann ich auch Sachen kritisieren, die ich nicht gut finde. Ihr wisst selber, ich bin mit PA sehr, sehr gut, ich bin mit Kianosch sehr, sehr gut, aber... Bruder, das ist keine Kritik, was du mir gegenüber machst. Das kannst du dir schönreden und einreden, wie du möchtest, Bro. Es ist einfach keine Kritik mehr und das hat jeder mittlerweile auch verstanden, hoffe ich, denke ich. Das heißt ja nicht, dass ich beiden in den Arsch kriechen muss und da alles absegnen muss und alles abdanken muss. Und ich finde das schade, ja. Ich finde das schade, dass man hier versucht zu sagen, oh, ey, Kianosch ist ja genauso oder sonst was, ja. Weil ich bin der Meinung, zwischen Kianosch und Leon Läufler ist auch ein gewaltiger Unterschied, meine Freunde. Marvin ist ein Opportunist. Marvin ist einer, der hängt sich an die Schwänze ran, die ihm was bringen. Boah, und die Leute, die ihm nichts bringen, Alter. Und wo er vielleicht eine Antipathie hat, die macht er fertig so. Alter, das kannst du dir doch nicht ausdenken, ja? Kannst du dir doch nicht ausdenken, Digga. Was denn? Ich bin ein Opportunist, der sich an irgendwelche Schwänze ranhängt, die mir was bringen. Ja. Ja? Also ich habe es ja gerade auch lustigerweise ja schon im Vorfeld an dem Kianosch-Beispiel erklärt, dass es definitiv nicht so ist, ja, dass ich mich da an irgendwen ranhänge und alles abnicke und alles absegne und alles drum und dran, ja. Alter.
Junge, ey, ich finde, das trifft mehr auf den Jungen zu als auf mich, Alter, ja. Guck mal, ihr wisst selber noch, ja, wo ich euch erzählt habe, dass Capital Bra in meiner DMs geslidet ist, ja, und wir uns da ein bisschen unterhalten haben und so weiter. Hätte ich die Gunst der Stunde genutzt und würde ich mich an jeden Schwanz hängen, der mir was bringen würde, hätte ich doch den großen Capital Bra, der ja der reichweitenstärkste Deutschrapper aktuell ist, überhaupt, dann mit Lobeshymnen Reactions nur so überhäuft, damit er die dann auch mal in seiner Story teilt und wir uns dann vielleicht mal auch in der Town Hall oder im echten Leben treffen und alles drum und dran, ja. Also ich finde es sehr, sehr schade und mich macht es echt sauer, Alter, ja, dass man wirklich teilweise auch sehr unangenehme Telefonate und Trouble hinter den Kulissen erfährt, wenn man es eben nicht so macht, wie dieser Typ das gerade gesagt hat, mir das dann aber trotzdem unterstellt wird, ja. Also entweder glaubt er das wirklich oder der versucht hier manipulativ einfach seiner Community ein falsches Bild von mir zu geben. Nee, es sind einfach Dinge, die mir aufgefallen sind. Dass du auf einmal cool mit Leuten bist, mit denen du vorher nicht cool warst, dass du Aussagen von Leuten nicht auf die Goldwaage legst, die in eine ähnliche Richtung gehen wie meine Aussagen und aber mit den Leuten cool bist und mit mir nicht. Und das habe ich damit eigentlich gemeint, dass du das nicht bei mir machst, weil das konstruktive Kritik ist und weil dir das, was ich sage, auf den Sack geht, sondern weil du mich nicht magst und mich nicht leiden kannst. So. Das wollte ich damit sagen. Und wenn ich dir aber was bringen würde in dem Sinne, dass ich auch vielleicht ein krass etablierter Rapper wäre, der eine krasse Reichweite hat, der immer klickstarke Interviews macht, so, dann glaube ich, wärst du einfach dem, was du mir damals gesagt hast, treu geblieben und hättest dich mit mir vertragen, so wie mit Flair auch und mit Manuelsen auch oder mit anderen auch, so. Du hast es mit mir nicht gemacht, weil ich dir nichts bringe. Das wollte ich den Leuten damit zeigen und damit ausdrücken. Weil du hast mir Frieden angeboten. Du wolltest unbedingt Frieden mit mir. Und ich habe sogar gesagt, warum nicht? Und dann hast du wieder angefangen, auf mir rumzuhacken, weil ich dir nichts bringe und weil ich nicht so ein etablierter Künstler bin, der eine krasse Klickrate auf Interviews hat oder dem alle Leute zuhören oder dem viele Leute zuhören, so. Du wusstest, dass ich einer bin, auf dem auch sehr viel rumgehackt wird, dem sehr viel Kritik um die Ohren fliegt, seitdem er auch sein Statement in eine politische Richtung abgegeben hat. Du weißt das alles, weißt du, wie ich meine? Das ist der Grund, warum du auf mir rumhackst. Du weißt, dass ich dir nichts bringen würde, so. Beides finde ich extrem bedenklich. Das ist dreist. Das ist sehr, sehr dreist, Digga, ja. Mhm. Das, was du machst, ist auch dreist, von Herz, Bruder. Das ist sehr, sehr dreist, Alter. Das merkst du ja. Der hat ja auch irgendwie Manuelsen auch mal fertig gemacht oder... Was? Ich hab Manuelsen fertig gemacht? Ey, warte. Wo ist der Jackie, Digga? Hau rein den Jackie. Come on, man. Ey. Ich hab... Hier ist Tee, Diggi. Tee, den Motherfucker, kann ich dir nur ans Herz legen. Grüntee, Pfefferminz, Ingwer. Holt dich auch ein bisschen runter vielleicht mal wieder. Manuelsen fertig gemacht, Alter. Geisteskrank. Der Junge ist wirklich komplett wahnsinnig geworden, ja? Also... Kommt da noch was jetzt? Ich hab Manuelsen fertig gemacht? Lüge, oh, Lüge, Lüge. Also das ist jetzt... Also Leon Lovelock hat wirklich den absoluten Bodensatz jetzt hier erreicht, Digga, ja? Auf was für perfide Mittel der zurückgreifen muss hier, um irgendwie seiner Community zu suggerieren. Bruder, das Ding ist, auf das Video, was ich da gemacht habe, habe ich mich nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich weiß nicht genau, wie die Beef-Geschichte mit Manuelsen und Marvin California war oder auch mit Flair oder so. Ich weiß nur, dass die aufeinander rumgehackt haben, mal in der Öffentlichkeit. Ich habe mal einen Text gelesen von ihm, Ansage gegen Manuelsen irgendwas, nachdem Manuelsen ihn beleidigt hat, weil er irgendwas mit schwarzem Schaf oder irgendwas gesagt hat oder so. Es ist auch, ich mische mich auch in deren Beef, will mich in deren Beef auch gar nicht einmischen. Kann sein, dass es ein bisschen ungünstig ausgedrückt war. Ich wollte einfach nur, das, was ich vorher gesagt habe, wollte ich hervorheben, dass er halt sich mit Leuten, die ihm gefährlich werden oder die ihm in der Zukunft noch viel bringen könnten, wieder gutstellt und sich verträgt, aber mit mir nicht.
dass ich ihn mir da so rausgepickt habe, nachdem ich mit meinen anderen Mobbing-Opfern, wie zum Beispiel Manuelsen, fertig bin, ja, picke ich mir jetzt den Leon Lovelock raus. Random natürlich, ja. Nee, einfach weil er real ist, deswegen, ja. Ich pick ihn raus, weil er mir zu real ist. Ey, Alter, also mit Manuelsen gab's natürlich, ja, gab's einen Disput. Guckt euch einfach die Town Hall an mit Manuelsen, Digga. Ich habe ein Foto mit Bushido gepostet in der Zeit, wo Manuelsen Bushido wirklich auf dem Tod nicht ausstehen konnte. Und deswegen hat er einen Hass auf mich gehabt. Ja? And that's it. Wo hab ich denn da Manuelsen fertig gemacht? Weil ich mit Bushido ein Foto gepostet habe oder was? Dann ist der komplett hängen geblieben, Alter. Christ, ey. Irgendwie, da gab's auch mal Beef, mal Flair gedisst, mal hier, mal da mit Flair-Stress gehabt und so. Aber hängt sich dann noch, also kriegt dann noch ganz schnell die Kurve. Weißt du, und merkt dann so, okay, diese Charaktere so, die sind auch stärker als ich und so. Und die haben vielleicht auch sogar die mehr Reichweite und so. Und die könnten mich irgendwie in schlechte Licht so, dann hängt er sich an die Eier ran. Was labert dieser Typ, Alter? Was labert dieser Typ, ey? Der weiß ganz genau, wie das mit Manuelsen ablief, ja? Versucht aber hier einfach irgendwelche Lügen über mich zu verbreiten, um mich als Lutscher in der Deutschrap-Szene darzustellen, ja? Flair und Manuelsen waren beide mal nicht gut auf mich zu sprechen. Ist richtig, ja? Und als die beiden sich dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten und losgelöst voneinander in langen Gesprächen bei mir von sich aus entschuldigt haben für ihre Beleidigungen mir gegenüber, dann haben wir uns die Hand gegeben. Und wer bin ich denn, dass ich nicht verzeihe? Also mir... Okay. ...hier als Schwanzlutschen oder Heuchlerei vom Genie Leon Lovelock ausgelegt, dass ich... Bruder, warum hast du es denn nicht mit mir gemacht? Wir haben doch auch ein langes Gespräch geführt, haben uns danach auf Instagram connected, haben uns geschrieben. Warum nicht bei mir? Warum nicht bei mir, Bro? Warum hast du da dein Wort nicht gehalten? Warum bist du da? Du hast sogar ein Video hochgeladen, wo du dich dafür entschuldigt hast, was du in der Vergangenheit getan hast. Ich weiß nicht, ob das Video noch online ist, weil ich das von dir gefordert habe, so. Und danach war das Ding eigentlich zu gewesen. Warum musstest du wieder draufgehen? Warum? Mir mit Menschen eine Hand gebe, wenn man sich gegenseitig Sachen verzeiht. Das ist, für mich ist das Stärke und nicht Schwäche, ja? Aber das versteht ein Kleinkind wie Leon Lovelock natürlich nicht. Wieso verstehe ich das nicht, Bruder? Ich bin doch auf dein Friedensangebot eingegangen. Ich hab doch gesagt, ja, let's go, lass es auch zumachen. Du wolltest nicht, Bro, du wolltest nicht. Warum? Schreib's rein, mach eine Reaction, mach ein Video. Was ist der Grund? Was ist der Grund? So machen das halt erwachsene Menschen, Leon. Wenn du irgendwann mal... Erwachsene Menschen, Dicker? Ist es dein Ernst, Bruder? Du sagst, so machen das halt erwachsene Menschen? Du Vollidiot. Wir haben geschrieben auf Instagram, du hast mich angerufen, wir haben geredet. Erwachsene Menschen können so eine Sachen aus der Welt schaffen, indem man einfach zu seinem Wort steht, indem man das tut, was man sagt. Du hast mir gesagt, lass uns Frieden machen, lass uns aufhören, bla bla bla. Ich habe auch gesagt, okay, scheiß drauf, lass uns das zumachen. Danach hast du noch auf meine Songs reagiert, auf Wach, hast mir positives Feedback gegeben. So, es stand nichts zwischen uns. Du hast Feedback auf mein Wolfgang Wodak-Interview gegeben. Wo ich ein Interview mit Wolfgang Wodak gemacht habe, wo es auch um die Corona-Politik ging. Wo du gesagt hast, starkes Interview. So. Das ist alles, nachdem wir das erste Mal Beef hatten, passiert so. Und dann aus dem Nix hast du wieder angefangen, auf mir rumzuhacken, schlecht über mich zu reden, auf meine Videos zu reagieren, um mich in ein schlechtes Licht reinzurücken. Warum? Ey, komm du mir nicht mit, was hat er gesagt? Natürlich nicht, ne? So machen das halt erwachsene Menschen, Leon. Komm mir nicht mit erwachsenen Menschen und komm mir vor allen Dingen nicht mit erwachsenen Männern so. Du hast keine Ahnung, Bro. Wenn du real geblieben wärst, wäre alles cool gewesen heutzutage. Du verbreitest Hass seit über einem Jahr in meine Richtung. Das ist nichts mit erwachsenen Menschen, Bro. Das ist Trollmentalität. Das kommt aus dem Kindergarten. Du hast nichts gelernt, Bruder. Wenn du irgendwann mal im Kopf auch erwachsen bist, wirst du das vielleicht verstehen, ja? Digga, ja? Maniac. Und er sagt hier, oh ja, dann hat er gesehen, dass die größer sind als er und dann hat das Blatt sich gewendet und dann hat er sich dann doch gedacht, okay, mit denen bin ich jetzt doch cool. So war das überhaupt nicht und das ist überall öffentlich. Es kann sein, Bruder, da habe ich Sachen, Dinge vielleicht aus dem Kontext gezogen, weil ich auch emotional war, einfach irgendwas gegen dich sagen wollte, kann gut möglich sein, aber dieses Argument, dass du dich mit denen wieder vertragen hast und mit mir nicht, das steht noch im Raum, dieses Argument, warum du so lange auf mir rumhackst, schon seit Jahren, steht immer noch im Raum, sag es einfach, gib's zu, sag, du magst mich nicht, du hasst mich, weil ich von mir selbst überzeugt bin, weil ich einen guten Körper habe, weil ich mit Bitches in Tulum auf irgendwelchen fucking
Yachten rumspringe, so. Das muss doch der Grund sein. Was soll sonst der Grund sein? Ein Video von mir auf dem... Was ist der Grund? Sag's mir. Das sind alles Vermutungen, die ich in den Raum stelle, weil du es immer wieder erwähnst. Mit Fitness, mit Gym, mit Bitches auf Yachten und so. Das ist immer das, was du immer wieder erwähnst. Warum? Ich habe einen Refugee-Kanal. Das heißt, ich habe mit Flair telefoniert. Farid Bang kriegt den Friedensnobelpreis oder sowas. Weil Farid Bang da sogar noch vermittelt hat. Ja. Und dann gibt's noch ein Video... Die Sache mit Manuelsen, ein unschöner Blick hinter die Kulissen, da könnt ihr nochmal glasklar euch reinziehen, was da mit Manuelsen war. Und das ist alles von hinten, von vorne bis hinten gelogen, was dieser Typ hier gerade sagt, Alter. Unfassbar, Alter. Also ich wollte das eigentlich nicht auf YouTube hier nochmal hochladen, Alter, aber ich überlege jetzt wirklich, Digga, das kann ich eigentlich nicht so stehen lassen, ja. Der ist einer, der hängt sich an jeden Schwanz ran, der ihm was bringt, und die ihm nichts bringen, die macht er halt fett. Junge, das sagt der sich hier in 50 Comments-Café-Folgen von Rapperschwanz zu Rapperschwanz gesprungen ist. Ich musste mich bei niemandem an den Schwanz hängen, um ein Interview zu bekommen. Bei niemandem. Das haben die alles freiwillig gemacht und ich musste niemanden krass davon überzeugen, sich mit mir hinzusetzen. Musste ich gar nicht. Null. Nothing. Nur weil ich in den Interviews gesessen habe und den Menschen auch Props gegeben habe, wo Props zu geben sind. Dass ich mich hingesetzt habe und ehrlich zu den Leuten gesagt habe, warum ich sie feiere, warum sie mich geprägt haben und warum ich sie fühle. Das heißt noch lange nicht, dass ich an deren Eiern hänge. Das heißt nur, dass ich echt bin und real sagen kann, wenn jemand mich beeinflusst hat und mir positive Dinge mit auf den Weg gegeben hat, mich mit seiner Musik geprägt hat oder so. Ich kann das aussprechen. In Deutschland ist es nicht gut gerne gesehen. Leute, die das tun, werden als Schwanzlutscher hingestellt, werden als Leute hingestellt, die keine eigene Meinung haben, weil sie alles fühlen und alles feiern so. Aber das zeigt Größe. So, du wirst hier so hingestellt, als du, Leute denken, dass man weniger wert ist, wenn man mal Props gibt, wenn man mal Liebe zeigt, wenn man mal wirklich ehrlich sagt, wer wen wie beeinflusst hat. So. Wenn davon sich ein paar junge Rapper auch eine Scheibe abschneiden würden und den älteren OG-Rappern, die uns alle geprägt haben, die Props geben würden, dann wäre die Szene auch mit viel mehr Liebe, dann wär auch viel mehr Zusammenhalt in der Szene da. Das hat nichts mit Schwanzlutschen zu tun und das hat nichts mit irgendwelchen Eiern zu Eiern hangeln zu tun, Bruder. Nothing. Haben ihn geprägt, alle waren die Vorbilder. Von allen hat er da was gelernt und alles drum und dran, ja. Er fühlt sie, er feiert sie und alles drum und dran, ja. Alles ist geil, alles wird abgenickt und Digga, ja. Und jetzt, wenn keiner mehr was mit dir zu tun haben möchte, dann drehst du frei, Digga, ja. Wenn er eine Antipathie gegen die hat, so. Der ist doch einer, der würde Sachen mit Leuten, also der macht Sachen mit Leuten, würde er auch machen, die er nicht mag, wenn die ihm was bringen. Woher hat er diese Annahme? Woher hat er diese Annahme, Digga? Wenn wir alle einzigartig sind. Ja? Ich sag dir auch ehrlich, in dem Video, ich weiß noch ganz genau, in dem Video, was ich da gemacht habe, da war ich ein bisschen emotional, da habe ich Hass auf dem Herzen gehabt, die von ihm zu mir gesendet wurde und die ich dann wieder rausgelassen habe. Da sind ein paar Sachen so, die vielleicht so gar nicht stimmen und da habe ich mich auch nicht wirklich gut ausgedrückt. Sag ich dir ehrlich, Hand aufs Herz, kann ich auch eingestehen und zugeben. Aber die Intention dahinter, warum ich das gemacht habe, das geht alles immer noch von dir aus, Bro. Er sagt, da bin ich auf dein Niveau runtergekommen, weil du hast es auch schon öfter gemacht. Du machst es eigentlich die ganze Zeit, versuchst mich in ein Licht hinzustellen, in dem ich eigentlich nicht stehe. So. Er macht auch was mit Leuten, die er nicht mag, aber das bringt denen was. Das ist überhaupt nicht wahr, Digga. Ja? Dann würde ich mir jede Woche würde ich mir einen Townhall-Gast einladen, auch mit Reichweite und alles drum und dran. Ja? Digga, ich weiß nicht, ob er da aus eigener Erfahrung redet, ja, weil es gab schon definitiv Comments Café-Folgen, wo man gemerkt hat, dass Leon Lovelock den Gast überhaupt nicht interessant findet, ja. Echt? Welche? Schreib mal rein. Mach mal ein Video darüber. Aber Bruder, ja? Ich habe nur Leute eingeladen, wo ich auch ein generelles Interesse an den Menschen habe. Ich habe nie jemanden eingeladen, den ich nicht feiere oder fühle, so. Warum sollte ich auch? Weil ich bin kein Journalist, ich musste das nicht machen. Ich konnte parteiisch sein, ich konnte mir die Gäste einladen, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf. Was ist das, Alter? Wie kann man mir das unterstellen? Ja, Bruder, jetzt musst du nicht auf so einem Argument die ganze Zeit rumreiten. Das war einfach so gesagt, um dich fertig zu machen. Kann ich auch ganz normal hier zugeben.
Das fußt nicht auf irgendwelchen Argumenten, krass oder so. Das habe ich einfach nur so rausgedroppt. Digga, dann würde doch, wie gesagt, Town Hall würde stetig und ständig kommen. Ja, regelmäßige Abstände. Ich würde mit den ganzen Modus Mio-Rappern was machen. Da würde ich doch jeden Samra-Song schön reden, jeden Kapi-Song schön reden. Wer ist noch gerade groß? Jeden Luciano-Song. Ja, Tamam, wir haben es verstanden. Wirklich komplett durchgedreht oder Faktenführung gegen mich zu machen, ja? Dann ist der wirklich komplett durchgedreht oder er versucht hier einfach negative Stimmung aufgrund falscher Faktenführung gegen mich zu machen, ja? Also, ja, ich weiß, ich brauche euch nicht zu überzeugen, aber ich meine, ich. Was soll ich machen, Alter, ja? Was soll ich sonst zu diesem Mist hier sagen, Digga? So, das merkst du einfach so. Und das ist auch ein Heuchler, so. Das ist auch belegbar, weißt du? Der hat ja bei mir auch dann, nachdem ich ihn beleidigt habe in Insta-Stories und Ansagen gemacht habe und so, sich dann bei mir gemeldet und wollte mit mir telefonieren. Ich habe dann mit ihm... Was ist jetzt? Was ist... Da bin ich jetzt mal gespannt. Ey, Alter. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ja? Wo der seine komische Ansage gemacht hat, wo ihm seine Popel aus der Fresse gefallen sind, weil er fast geheult hat, Alter. Hat er gesagt... Ist er in meine DMs geslidet? Das soll nicht kindisch sein, mit Popel aus der Fresse gefallen, weil er fast geheult hat. Das ist Kindergarten-Level. Hat gesagt, ey, lass uns telefonieren, gib mir deine Nummer. Er wollte mit mir telefonieren. Was will ich denn mit dem telefonieren, Alter? Ja? Er hat sich noch drüber aufgeregt, drüber lustig gemacht in seiner Instagram-Story. Die habe ich auch noch irgendwo. Fanboy! Ja? Laza, mein Bester, was geht? Danke für den Twitch-Prime-Sub. Schön, dass du da bist. Er hat sich noch in seiner Instagram-Story... Laza, mein Bester, was hat er gesagt? DMs geslidet und hat gesagt, ey, lass mich geheult hat, Alter. Hat er gesagt, ist er in meiner DMs geslidet und hat gesagt, ey, lass uns telefonieren, gib mir deine Nummer. Aha, willst du mir jetzt erzählen, dass du vorher nichts gesagt hast? Willst du mir jetzt erzählen, dass du mir nicht geschrieben hast auf diese Ansage, die ich gemacht habe in Instagram? Warum sollte ich danach einfach dir sagen, schick mal deine Nummer, wir müssen reden? Du hast mir geschrieben danach. Ich weiß es noch ganz genau. Und dann hast du auch noch den ganzen Verlauf, den wir hatten, den hast du auch schön gelöscht auf Instagram, ne? Hast du schön zurückgezogen, weil du wusstest, dass das irgendwann mal wieder vielleicht ausgegraben wird. Telefonieren. Was will ich denn mit dem telefonieren, Alter? Ja? Bruder, du wolltest mit mir telefonieren. Du wolltest die ganze Zeit mit mir reden. Du wolltest mir deine Nummer nicht geben, dann hast du gesagt, lass uns auf Instagram reden. Du wolltest mit mir reden. Das ist so eine Heuchlerei. Das ist wirklich so eine Heuchlerei, wo er versucht es die ganze Zeit so darzustellen, als ob ich mit ihm Kontakt haben wollte. Bro, du hast wochenlang Videos über mich gemacht. Du hast wochenlang Videos. Da hat's doch angefangen. Da hat's doch angefangen. Und als ich dich am Telefon gefragt habe, hast du gesagt, das basiert auf einem Kommentar, den ich mal geschrieben habe. Ein Kommentar bei Backspin TV. Bei einem Kollegen-Interview habe ich einen Kommentar unten drunter geschrieben, was dir nicht gefallen hat und noch von ein, zwei anderen Themen, die dir nicht gefallen haben. Die haben dir persönlich nicht gefallen. Es war nichts in deine Richtung. Du hast mich verfolgt, hast mich beobachtet oder was auch immer, bist auf Dinge gestoßen, die dir nicht gefallen haben. Dann hast du angefangen, Videos über mich zu machen. Dir explizite Videos von mir rauszusuchen, darauf zu reagieren und mich, wie du es jetzt auch machst, jedes Wort mir in den Mund, mit dem Mund umzudrehen und mich lächerlich darzustellen. Das hast du mir am Telefon gesagt. So war das gewesen. Und dann war es mir irgendwann zu viel und ich habe auf Instagram eine Ansage gegen dich gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich dich ficke. So, ich weiß noch, da war ich sehr emotional gewesen. Ja, kann man mir vielleicht vorwerfen, ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal emotional wird. Nach dieser Ansage hast du mir geschrieben, lass uns doch mal reden. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich habe dir gesagt, schick mir deine Nummer. Du hast mir deine Nummer nicht geschickt, du wolltest mir deine Nummer nicht schicken, du hast gesagt, lass uns auf Instagram telefonieren. Dann haben wir auf Instagram telefoniert. Da hast du mir diese ganzen Sachen erzählt. Da hast du mir gesagt, ey Bro, guck mal, damals warst du so und so gemacht, damals hast du so und so gemacht, das hat mich voll genervt, das hat mich voll gedingst und deswegen hatte ich einen Hass auf dich und deswegen habe ich angefangen, diese Videos zu machen und so. Dann habe ich gesagt, Bro, das war respektlos, was du gemacht hast. So. Du hast über Freundschaften, die ich schon seit Jahren habe, wo ich ein Interview mit Barisch gemacht habe, hast du drauf rumgehackt. Du hast das so hingestellt, als ob Barisch das Interview nur machen würde wegen Fame. Oder irgendwie so hast du es versucht darzustellen, wo ich mich dann wirklich aufgeregt habe. Und das habe ich dir am Telefon alles gesagt. So. Und dann hast du gesagt, ja, okay, hast du vielleicht recht, tut mir leid. Dann habe ich zu dir gesagt, lass uns das so machen. Du machst ein Video, wo du sagst, dass du übertrieben hast.
ich glaube, ich habe auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass wir telefoniert haben und dann lass uns die Sache hinter uns lassen. Dann hast du das bestätigt und hast gesagt, ja, okay, lass uns das so machen. Am nächsten Tag kam das Video von dir, kam das Video von mir und damit war die Scheiße durch. Damit war die Scheiße meiner Meinung nach durch. Wir haben geredet von Mann zu Mann. So, da haben wir die Sache geklärt. Danach hast du nochmal auf einen Song von mir reagiert, wach, hast mir da sogar positives Feedback gegeben. Ich kann es nur noch 1000 Mal aufrollen. Und dann hast du irgendwann wieder angefangen, auf meine Videos zu reagieren, wo ich irgendwas gemacht habe, was dir persönlich wieder nicht in den Kram reingepasst hat, was aber wieder nichts persönlich mit dir zu tun hatte. So. Also, dieser ganze Beef und dieses ganze Hin und Her basiert darauf, dass du im Internet Sachen gesehen hast, die dir nicht gefallen haben und dann angefangen hast, mich zu trollen. Darauf basiert die ganze Sache. Es ist nie irgendwas Persönliches vorgefallen. Nie. Deswegen frage ich mich auch immer, wie du so intensiv in diese Nummer reingehen kannst und so viel Hass mir gegenüber entwickeln kannst, so viel Missgunst und Neid mir gegenüber haben kannst, dass du nicht aufhören kannst, mich in Ruhe zu lassen. So. Dass du nicht aufhören kannst, diese Videos zu machen, nicht aufhören kannst, mich zu triggern und zu nerven. So. Was ist passiert, Bro? Sag bitte mal ehrlich, mach ein Video, weil ich sag dir ehrlich, so wie ich hier heute sitze, ich kann es nicht verstehen, wieso ein Mensch mich so krass hasst, wieso ein Mensch sich zur Aufgabe nimmt, alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles, was ich mache, zu nehmen, um das ins negative Licht reinzurücken und mich als schlechten Mensch darzustellen, der nur oberflächlich ist, der nur auf seinen Körper Wert legt und der nur Bitches ficken will so und brutal unintelligent ist so. Was ist in deinem Leben passiert oder was habe ich dir persönlich angetan, dass du diesen Hass entwickelt hast so und den wieder zurück auf mich streust? Durch dich, durch deine Community und durch Partner, die du an deiner Seite hast, die auch auf mir rumhacken so. Was gibt es dir in deinem Leben? Was macht es aus? So, das möchte ich gerne wissen. Weil egal, wie ich mich hinsetze und was ich sage, es ist immer so, dass wenn Hass auf mich zukommt, ich bin ein liebender Mensch, ich versuche eigentlich meine Energie so positiv wie möglich zu halten. Es kommen immer mal Abfucks rein, es passieren immer mal Dinge, die scheiße sind so, aber ich versuche eigentlich im Kern ein guter Junge zu sein und versuche immer die richtigen Werte zu vermitteln, versuche immer das Richtige zu tun so. Und wenn so viel, so, wenn jemand dich, wenn du merkst, dass jemand dich so abgrundtief hasst und auch noch alles dafür tut, das weiter zu verbreiten mit seiner Community, dann tut es auch weh, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Es ist so. Es ist nicht so, dass mich das jetzt zum Weinen bringt oder dass mein Leben dadurch kaputt geht oder so, aber es tut weh. Es ist nicht geil. Und das hört auch nicht auf. Jedes Mal, wenn du ein neues Video machst mit so einer Reichweite, die du hast, kommt wieder tausende Leute auf meine Kanäle und auf meine Plattform und beleidigen mich. Sagen die Sachen, die du sagst, aber sind auch noch viel intensiver, weißt du? Wünschen mir den Tod, wünschen mir Hass, wünschen mir Missgunst, wünschen mir, dass ich pleite gehe. Und das fühlt sich nicht gut an. Das kann ich auch. Ich bin Manns genug, das zuzugeben, dass das auch wehtut, Digi. Weißt du, wie ich meine so? Und ich verstehe das Warum nicht. Ich möchte das Warum verstehen. Noch drüber aufgeregt, drüber lustig gemacht in seiner Instagram-Story, die habe ich auch noch irgendwo. Fanboy! Ja. Laser, mein Bester, was geht? Danke für den Twitch-Prime-Shop. Sub, schön, dass du da bist. Er hat sich noch in seiner Instagram-Story lustig gemacht, die habe ich auch irgendwo noch abgespeichert, Alter, dass ich ihm gesagt habe, nee, ich würde dir meine Nummer nicht geben, aber lass uns über Insta telefonieren. Und dann haben wir am nächsten Tag, hat er sich dann breitschlagen lassen, ja, dass wir mal über Instagram telefonieren. Als ob ich so angekrochen kam, oh Leon, lass uns bitte telefonieren, du hast mich beleidigt, ich habe voll Angst vor dir, Alter. Niemand hat Angst vor dir, Leon, niemand. Niemand hat Angst vor dir. Im Telefonieren. Als ob ich will, dass irgendjemand Angst vor mir hat, Dicker. Denkst du, jemand hat Angst vor dir, Bro? Warum sollte jemand Angst vor mir haben, Bro? Ich will einfach nur Respekt haben. Weißt du, wie ich meine so? Menschlicher Respekt, Digga. So. Und wenn du mir sagst, lass uns telefonieren und wir telefonieren und du hältst deine Wörter nicht ein, du stehst deinem Mann nicht in dem Sinne und fängst danach hintenrum wieder an zu sticheln, dann ist das einfach eine Sache, die ich nicht respektiere, Bruder. Wo ich sage so, hab mal Respekt, Bruder. Halt doch mal wenigstens dein Wort ein, dir selbst gegenüber. Scheiß mal auf die Öffentlichkeit, Bro. Auf einmal der netteste Typ so. Weißt du, wie ich meine? Da wollte er auf einmal Frieden haben, wollte auf einmal so, sagt so, hat mir da noch irgendwas geschrieben, ja, wenn ich mal in Berlin bin, können wir Friedenspfeife rauchen und dies, das. Alter, jetzt wird mir wieder das
versöhnlicher das Aufeinander zugehen, als was jetzt genau vorgehalten, Heuchlerei, Pussyhaftigkeit. Ja. Heuchlerei, Bruder, dass du nicht dazu stehst. Cool, ja, er hat mich ja auch schon sehr oft als schwuler Reaction-YouTuber bezeichnet. Was du aus meinem Mund ja so diskriminierend findest, aber bei Flair feierst. Was ist denn da das Problem? Hat man bei dem Meme gesehen. Es gab ein Meme über dich bei Klo 1.4, bla bla bla. Ja, also im Endeffekt, Digga, es gab ein bisschen Online-Beef, dann haben wir mal telefoniert und habe ich gesagt, ey, Digga, ja, also im Endeffekt hat er mir gesagt, was er mir scheiße findet, ich habe ihm gesagt, was ich an ihm scheiße finde und dann habe ich gesagt, ja, ey, cool, ja, dann ist ja jetzt hier auch kein großartiges Ding mehr. Da hatten wir irgendwie auch, ich hatte ein Video von mir rausgenommen, er hat ein Video von sich rausgenommen und dann, keine Ahnung, ja, habe ich wahrscheinlich so eine Woche oder zwei Wochen später irgendwas mit, wenn ich Berlin bin, kann man mal eine Pfeife rauchen oder sowas, ja. Zwischendurch hast du noch zwei Reaction-Videos gemacht, einmal zu meinem Wach, nee, und dann hast du noch auf meinem Wodak-Interview reagiert, wo du mir Props gegeben hast, so. Und dann hast du mir geschrieben, ey, wenn ich mal in Berlin bin, können wir mal eine Friedenspfeife rauchen. In was für eine Richtung geht denn das für euch? Also, für mich geht es in eine Richtung, wo man sagt, okay, man scheißt auf Beef, man legt es zur Seite und man sagt, wir gucken positiv nach vorne, Digga, du musst mich nicht feiern, ich muss dich nicht feiern, aber wir lassen uns in Ruhe. Das war der Deal eigentlich gewesen, so. So, und das hast du nicht eingehalten, das kann man dir auch vorwerfen. Ihm mal geschrieben oder sonst was, ist doch nice von mir, Alter. Das zeigt doch, dass ich Leuten auch eine Chance gebe. Guck mal. Wo hast du mir denn dann eine Chance gegeben? Was war der Grund, warum du wieder angefangen hast, auf mir rumzuhacken und den Beef wieder aufleben zu lassen? Ja, habe ich mich denn mit anderen Leuten versöhnt, genau auf die Art und Weise. Ist doch nett. Ja? Wie er sich immer als heiliger Samariter darstellt, Bruder. Ist doch nett. Wo ist das Problem? Jetzt wird mir das hier zum Vorwurf gemacht, oder was? Dass ich auf dieses Gespräch dann doch eingegangen bin. Ich hätte nicht mit ihm telefonieren müssen. Aber er sagt ja hier, ich wollte unbedingt mit ihm telefonieren, ja? Alter Schwede. Leak doch den Chatverlauf. Du hast bestimmt Screenshots vom Chatverlauf gemacht. Leak den doch bitte. Bla bla bla, reacted auf meinen Song Wach und so, tut so, als ob alles gut ist. Ja, ist doch okay. Ja, ich habe auf seinen Song Wach reacted. Ja, da hat er dann auch stolz re-reacted. Da war er ganz happy und ganz stolz und hat das dann schön auch mit seiner Community geteilt und hat sich bedankt und alles drum dran. Und das ist doch das, was ich predige, Digga. Was war das jetzt gerade? Also, das wirfst du mir jetzt vor, oder? Der war was? Ganz happy und ganz stolz und hat das dann. Du hast doch gerade gesagt, das ist ein Zeichen von Frieden. Ich bin doch korrekt, Bruder. Ich mache jetzt genauso wie du eben. Ich bin doch cool, Bro. Ich habe noch drauf reagiert, habe das mit meiner Community geteilt. Das ist doch ein Zeichen von Frieden, Digi. Ich wollte es halt wirklich beilegen. Für mich war es halt wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, dann scheiß auf diese ganze Nummer. Lass uns Frieden machen, Digi. Warum nicht? Schön auch mit seiner Community geteilt und hat sich bedankt und alles drum dran. Und das ist doch das, was ich predige, Digga. Ja? Wenn du einen Song raushaust und ich da drauf reacte und die Parts dope sind und das dein erster Song ist, ja, dann schaller ich da eine Reaction raus, Digga. Und das ist jetzt schlimm, dass ich das gemacht habe? Ich verstehe das nicht. Hä, Bruder, wie... Oh, Mann, Alter, wie... Dass ihm einer das noch abkauft, dass er so oft dumm macht, Digga. Wie kann man ihm das gerade abkaufen, Bro? Das ist doch heuchlerisch schon wieder, was du gerade machst, Bro. Keiner wirft dir vor, dass du einen Schritt in meine Richtung entgegengekommen bist, so. Und ich bin auch einen Schritt auf dich zugekommen. Das wirft dir keiner vor, aber dass du es nicht durchgezogen hast und danach wieder so hinterfotzig dir Beef wieder angezettelt hast, das werf ich dir vor, Bro. Leute, helft mir, ich bin lost. Gott, ja, bist du. Was will er denn jetzt von mir? Was ist daran schlimm, dass ich da eine Wachreaction gemacht habe? Das heißt aber nicht, dass wenn du in Zukunft, und das war vor dem Treppenhaus-Video, nochmal extrem scheiße. Was laberst du, Dicker? Was so vor dem Treppenhaus-Video? Der Song Wach basiert auf dem Treppenhaus-Video. Ist es dein Ernst? In meinen Augen, dass ich das nicht dann sage, Digga. Der lügt sich einen nach dem anderen zusammen hier. Der weiß ganz genau, dass seine Community einfach immer hinter ihm steht und immer einen Daumen nach oben geben wird und sich in den Kommentaren immer über mich lustig machen wird, egal was er sagt oder nicht sagt. Es müssen keine Argumenten oder Fakten kommen. Das ist ein Scheißgelaber hoch 10. Wach, der Song basiert auf meinem Treppenhaus-Video. Er sagt, es war vor dem Treppenhaus-Video. Und dass das Treppenhaus-Video wieder dafür gesorgt hat, dass er wieder auf mir rumgehakt hat. Bro, Digga, du bist so ein Heuchler. Das ist doch normal. Als
ey, wer dem Typen noch vertraut, ne? Wer dem Typen noch glaubt, was der erzählt, der ist lost. Über dass man da auch sich positioniert, seine Meinung äußert, das machst du auch die ganze Zeit. Aber du kannst es nicht akzeptieren, dass jemand dich und diverse Aktionen von dir einfach kacke findet. Nein, du bist ein Heuchler, Bro. Ja? Ist doch ganz offensichtlich, du wolltest Frieden mit mir und hast dir irgendeinen Grund aus dem Arsch gezogen, wieder auf mir rumzuhacken und rumzubiefen, weil du mich nicht magst, Bruder, weil du neidisch bist. Weil du irgendwas an mir nicht feierst oder auch gerne hättest oder keine Ahnung, was dahinter die Intention ist. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Du hast einen Hass gegenüber mir. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, warum du diese Friedensangebote von uns, unseren beiden Seiten, was beides gut war, weil wir hätten beide da die Scheiße einfach beilegen können. Du konntest es nicht aushalten. Das, daran sieht man doch, dass ich eigentlich objektiv ans Thema Leon Lovelock rangegangen bin. Ja, ja. Mhm. Klar, Digga. Dein Song Wach kam raus, ich fand die Parts dope, Hook lässt sich drüber streiten, aber hab trotzdem eine Reaction hochgeladen, das Ding supported und alles drum und dran. Ich habe ihn auch damals bei Dr. Wodak, wo der da ein Interview gemacht hat, das habe ich auch gesehen, das fand ich gut, da habe ich ihm geschrieben, ey, Props für den Talk, der war echt gut geführt, hat er sich bedankt. Wow, der Teufel Marvin, ja, der immer... Und dann, und was war dann? Erzähl doch weiter, Bruder. Du hast doch gerade gesagt, das war vor dem Treppenhaus-Video. Und danach habe ich dann das Video im Treppenhaus gemacht. Und dann hast du dir gesagt so, nee, geht gar nicht, wa? Scheiß drauf auf die Friedenssache. Beefe den Man. Schlechtes will, ja? Also, Bruder. Bruder, weißt du, wie der mich hier darstellt vor seiner Community, ja? Es ist einfach unglaublich. Und seitdem haben wir kein... Als ein Heuchler, Bro. Kontakt mehr. Und dann findet er irgendwas in der Öffentlichkeit. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Na, weil ich jetzt auf deine Wach... Weil ich auf deinen Wach-Song eine Reaction gemacht habe, sind wir jetzt ziemlich beste Freunde für immer, oder was? Darf ich deswegen nie wieder irgendetwas kritisieren, wenn mir etwas an dir nicht gefällt, oder was? Oder wenn du halt wirklich so krass in die Scheiße trittst, wie mit deinem Treppenhaus-Video? Krass, Digga. Der hat es echt in seinem Kopf so abgespeichert, Bro. Der hat sich das echt so zurechtgelegt, dass er gesagt hat, so, ja, stimmt, der hat mir eine Ansage gemacht, wir haben telefoniert, ich habe ihm ein Friedensangebot geschickt, habe auf seinen Wachsong reagiert, habe Wodak-Interview gefeiert und ihm die Props dafür gegeben und danach hat er das Treppenhaus-Video gemacht, deswegen hacke ich jetzt weiter auf ihm rum. Das hat er sich echt so zurechtgelegt. Bro, ich muss dir den Zahn hier an der Stelle einfach ziehen, Digi. Dieses Treppenhaus-Video... Das war das erste Video, wo ich mich zu dieser ganzen Corona-Sache geäußert habe. Jedes andere Video, was mit dem Thema zu tun hatte, ob es ein Wodak-Interview ist, ob es der Song Wach ist oder das Video, auf was du vorher reagiert hast, das kam alles davor, das kam alles danach. Das Treppenhaus-Video war davor, Bro. Und das ist jetzt der Grund, also das ist der Grund, den du dir selber eingeredet hast, warum du diesen Beef wieder angezettelt hast und angefangen hast, auf mich zu reagieren und mich schlecht darzustellen. Was nichts mit konstruktiver Kritik zu tun hat, das haben wir alle schon gemerkt. Dann hast du dich selber verarscht, Bro. Du hast dir selber eingeredet, dass es so war, aber es war nicht so. Das kann jeder nachvollziehen, indem einfach nur, ich mach's jetzt live, scheiß drauf. Das ist krass. Also jetzt für mich selber auch als Verständnis, warum, das ist sein Warum, Digi, das ist scheiße. Dann hast du eigentlich kein Warum. Wir gehen auf meinen Kanal. Wir gehen sogar auf Studios. Inhalte. Und dann gehen wir hier mal zurück. Genau, hier ist der Song Wach. Aber bevor der Song Wach kam, kamen diese zwei Videos, die übrigens beide nicht von mir offline gestellt wurden, sondern offline genommen wurden. Einmal die Corona-Verschwörung. Und dann, jetzt bekommt ihr eure Fakten und Daten. Corona, bla bla bla. Danach kamen noch ein paar normale Videos. Danach, wie viel später danach? Ein Monat ungefähr danach kam das Wodak-Interview. Einen Monat danach. Und dann kam der Song Wach. Wieder einen Monat danach. Also, Digi, so wie du das zurechtgelegt hast, deine Argumentationsweise macht einfach keinen Sinn, Bro. Es macht einfach keinen Sinn, weil es einfach nicht stimmt. Was soll ich dir sagen, Digga? Es stimmt einfach nicht. Du hast dir deine Lüge selbst zusammengebastelt, Bro. Also, Bruder, das ist doch kein Bund fürs Leben, wenn ich meine Reaction auf deinen Song mache und deinen Song da als gut befinde. Was er gegen mich nutzen kann, so. Da bin ich aber echt mal gespannt, wenn du nochmal auf den Song reagierst, so.
oder auf das Video, meine ich, was ich gerade mache, reagierst, was dann deine nächsten Argumente sind. Im Herz. Wenn das so, wie du es dir zurechtgelegt hast, doch nicht funktioniert. Diese Wut, dass ich ihn damals beleidigt habe und fängt dann einfach wieder so an und macht sich wieder lustig und stellt mich wieder ins schlechte Licht, obwohl er mir das letzte Mal, wo wir Kontakt hatten, geschrieben hat, wir können gerne eine Friedenspfeife rauchen. Ey, Digga, also ich habe es euch ja gerade schon erklärt, die komplette Timeline ist hier komplett verwurstet von ihm, ja, natürlich zu seinen Gunsten. Das klingt so, als ob das so 2 Tage Abstand war. Da waren definitiv mehrere Monate dazwischen. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert und ihr wirklich viel zu viel Freizeit habt, es gibt ein Video von mir, Leon Lovelock treibt mich komplett in den Wahnsinn. Das bist du lost, Digga? Bist du lost? Das letzte Mal, wo wir Kontakt hatten, geschrieben hat, wir können gerne eine Friedenspfeife rauchen. Ey, Digga, also ich hab's euch ja gerade schon erklärt, die komplette Timeline ist hier komplett verwurstet von ihm, ja, natürlich zu seinen Gunsten. Das klingt so, als ob das so 2 Tage Abstand war. Oh Gott, Digga. Marvin, du hast dich selbst gefickt, Bro. Ich hab mir die ganzen Videos nicht reingezogen, weil ich keinen Bock hatte, auf dich zu reagieren, aber dass du dir da selbst was zusammenlügst, um das zu argumentieren noch, warum du auf mir rumhackst, Digi, das ist krass, Digga. Boah. Da waren definitiv mehrere Monate dazwischen. Wenn euch die... Wo waren mehrere Monate dazwischen? Wo waren mehrere Monate dazwischen? Geschichte. Zwischen dem Treppenhaus-Video und dem Friedensangebot von dir, oder was? Und ihr wirklich viel zu viel Freizeit habt. Es gibt ein Video von mir... Und dann diese heuchlerische Story, die du noch zwischendrin gepostet hast. Davon habe ich auch einen Screenshot gemacht, wo du gesagt hast, so, ich werde ab heute nicht mehr auf Leon Lovelock reagieren oder mich dazu äußern, weil ich bin jetzt über ihm. Ich habe jetzt mehr Reichweite, er ist am Boden und das macht man nicht. Das gehört sich nicht. 2 Wochen später haust du wieder ein Video gegen mich raus, Bruder. Bro, ey, wer das nicht verstanden hat, der ist lost. Argumentier das doch einfach nicht mehr mit irgendwelchen, du hast keine Argumente, die zählen. Es gibt keine Argumente dafür. Sag doch einfach, dass ich mach das, weil ich den Typen nicht feier. Fertig. Das reicht doch. Leon Lovelock treibt mich komplett in den Wahnsinn. Das geht, glaube ich, auch 1 Stunde und 50 Minuten. Wahnsinn it in, man. Minuten oder so. Da erkläre ich... Stunde und 50 Minuten, mal wieder überhaupt nicht übertrieben. Detailliert mein Problem mit dem jungen Herrn. Weil der da auch... da hat er auch Chats von mir geleakt, aber natürlich nur lückenhaft, ja. Leak doch mal den ganzen Chat, den du im Nachhinein gelöscht hast. Leak doch mal. Leak mal. Zeig mal den Leuten, wie es in echt war. Oh, da könnt ihr dann nochmal nachlesen, wie das alles mit der Friedenspfeife war und alles drum und dran, ja. Es ist einfach komplett geisteskrank und es ist mir langsam auch zu doof. Leute, es ist mir langsam auch zu doof. Leon, du hast gewonnen, Digga. Ja? Also ich weiß nicht, ob es dir irgendwas zu gewinnen gab. Eigentlich nicht. Leon, Bro, du bist der Beste. Ja? Deine Muscles, pump die weiter auf, Digga. Du bist der coolere von uns beiden, du hast gewonnen, das ist mir zu doof, Alter, ja, weil du kannst ja nicht argumentieren gegen diesen Menschen. Bro. Du kannst ja nicht argumentieren. Du kannst nicht argumentieren hier, das ist einfach, das ist wie mit einem Dreijährigen diskutieren. Das ist einfach heuchlerisch. Einfach so versuchen, mich immer als den dummen Dreijährigen hinzustellen. Bro, ja, wir haben es verstanden. Ich bin dumm, du bist der Heilige. Du bist derjenige, der alles weiß, der die Timeline gefressen hat, Bruder. Alles, was du sagst, ist richtig. Bro, die Timeline, die du eben genannt hast, die ist nicht richtig. So. Das könnte der einzige Grund sein, warum du jetzt sagst, dass ich gewonnen habe oder nicht. Hier geht's nicht ums Gewinnen. Ich habe nie was daran gewonnen. Ich habe nie was daran gewonnen. Ich habe es vorhin selber gesagt. Ich habe sehr viel Hass in meinem Leben durch dich bekommen. Das ist das Einzige, was dadurch passiert ist. Ich habe nichts dadurch gewonnen. Du hast sehr viele Klicks auf deinem Kanal gewonnen mit jedem einzelnen Video, was du über mich gemacht hast. Ich habe auch ein paar Klicks gewonnen. Es ist mehr Hass in der Welt draußen. Das haben wir gewonnen. Das ist kein Sieg für keinen von uns. Bro, das sind Menschen, Männer, die ich nicht respektieren kann. Was soll das? Männer, ja? Also in Leon Lovelocks Augen bin ich kein Mann, ja? Nee, bist du also nicht. Also Leon Lovelocks Idee von einem Mann ist, ja? Jemand, der sein Wort hält und der sich gerade macht für alles, was er tut und sagt. Mit Anfang 30, komplett mittellos, alleinstehend, ohne Partnerin, in der Waldhütte, in der Gartenhütte seiner Oma zu sitzen und in einem anderen Video per PayPal-Link nach Spenden zu betteln, weil man zu faul ist, arbeiten zu gehen. Aber bei Marvin... Du bist so ein ekelhafter Typ, Bro. Tonja, Mann, in Anführungsstrichen, ja.
Was hat das mit einem Mann zu tun, Digi? Was hat das, woher willst du wissen, wie meine Mittel aussehen? Erstens. Zweitens, was macht mich daran unmännlich, dass ich in dem alten Haus, es ist keine Gartenlaube, die Gartenlaube ist draußen, Digi. Kannst mich gerne besuchen, komm, dann darfst du da pennen, Bro. Da sind ein paar Ratten, aber mit denen kommst du ja ganz gut klar, glaube ich. Auf jeden Fall, was macht mich daran als Mann schlechter? Dass ich in dem alten Haus von meiner Oma und von meinem Opa wohne. Was macht mich daran als Mann schlechter, Bro? Was macht mich als Mann schlechter, wenn ich finanziell mal nicht gut dastehe? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Ich stehe zu jedem Wort, was ich gebe. Ich halte immer mein Wort. Ich mache mich immer gerade, wenn irgendwas passiert. Egal, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist. Ich habe mich dafür gerade gemacht. Bin dafür gerade gestanden. Hab's eingesehen so. Du bist ein Heuchler. Du telefonierst mit mir. Du schreibst mir, du willst Frieden haben. Und suchst dir irgendeine Hintertür, wie du mich wieder beleidigen kannst. Du bist kein Mann. Wenn du ein Mann wärst, hättest du das Friedensangebot, was von uns beiden rausgesendet wurde, hättest du angenommen. Du wärst nach Berlin gekommen und hättest mit mir eine Pfeife geraucht, hättest dich wie ein Mann gerade gemacht und dann wäre alles aus dem Weg geräumt geworden. Aber du hast es weiter im Internet gelassen. Du wolltest weiterhin deine Videos gegen mich machen. Du wolltest weiterhin deine Eier im Twitch-Zimmer aufbauen, Bro. Das ist deine einzige Intention. Du bist ein hassender, missgünstiger, neidischer Typ, Digi. Das ist kein Mann. Der hier 9 Jahre lang gehasselt hat, um sich in Amerika sein Leben aufzubauen, Blut, Schweiß und Tränen hier vergossen hat, ja, und sich das alles alleine, ohne seinen Arsch zu verkaufen, hart erarbeitet hat. Okay, Leon, dann bin ich in... Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann jemanden respektieren, der sich sein eigenes Leben aufgebaut hat. Ich habe nie darüber mich lustig gemacht, dass du in Amerika bist, dass du da dein Ding machst, dass du da dein Leben dir aufgebaut hast oder nicht aufgebaut hast, weil ich nicht mal davon wusste. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich auch nicht persönlich, Bro. So. Und wer bist du, dass du über mein Leben urteilst? Wer bist du, dass du dich hinsetzt und sagst, dass es nicht männlich ist, dass ich in dem Haus von meiner Oma und von meinem Opa wohne? So. Wer bist du, Bro? Erstens. Zweitens habe ich dein Leben in Amerika nie disrespected. Ich sage dir nur, dass das, was du mit mir abgezogen hast, unmännlich ist. Du standest nicht zu deinem Wort. Du hast dich nicht gerade gemacht. Du hast geheuchelt. Augen kein Mann, ist gar kein Problem. Aber du bist in meinen Augen dann auch kein Mann, ja? Gar kein Problem, Diggerchen. Ja, da haben wir dann anscheinend einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Mannsein. Und willst du jetzt damit sagen, dass jeder YouTuber, der seiner Community die Möglichkeit gibt, ihn zu unterstützen, via PayPal, via IBAN, via irgendwelchen anderen Geschichten, kein Mann ist, das willst du jetzt damit sagen? Das glaube ich weniger. Sag das mal allen anderen YouTubern, die das machen. Viel Spaß in der Gartenlaube deiner Omi. Bro, weil das geht nicht in meine Wertvorstellung mit rein. Weißt du, wie ich meine so? Es ist einfach... Ekelhafter Mensch, Digga. Es ist einfach so, es ist nicht nachvollziehbar. Was ist denn nicht nachvollziehbar? Bro, das ist einfach Schrott. Meine Meinung. So. Und das. So. Das kann er sich auch schön reden, wie er will. Der hat dann auch irgendwann eine Insta-Story gepostet. Der hat eine Insta-Story gepostet, wo er gesagt hat, er wird nicht mehr auf meine Videos reagieren, er wird nicht mehr auf mir rumhacken, weil er jetzt größer ist als ich so. Weil er 3 Interviews irgendwie gemacht hat, die ein bisschen Reichweite generiert haben. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich glaube, so habe ich das nicht formuliert. Ich habe. Genau so hast du es formuliert, Digga. Genau so. Gesagt, dass ich nicht nach unten treten möchte, ja. Dass das eigentlich nicht meine Art ist. Ist auch so, ja. Habe ich damals definitiv gesagt, dass ich nicht mehr Leon Lovelock-Videos hochladen werde. Kann man sich jetzt drüber streiten, ja. Logischerweise wusste ich nicht, dass da nochmal ein Treppenhaus Teil 2 kommt. Das ist natürlich ein Video von ganz besonderem Ausmaße, wo ich dann noch ein bisschen Redebedarf hatte, aber ja, gut, kann ich mir anziehen den Schuh, ja, habe ich eine Story gemacht, dass ich nicht mehr irgendwas hochlade zu ihm, habe ich mich nicht dran gehalten, da stimme ich ihm zu, ja, okay. Aber das wird jetzt auch hier, also jetzt wirklich nochmal, ja, das ist vorbei für mich hier, ja, also das, du kannst ja nicht gegen jemanden argumentieren, der dann einfach mit Lügen antwortet und bewusst Sachen verdreht hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Das machst du doch auch selber, Bro. Hast du es jetzt... Bro, du musst es doch selber auch verstehen, dass du das die ganze Zeit selber machst, Digga. Du lügst dich selber an. Ich denke, dass das alles so war, wie er das hier sich zusammengereimt hat. Deine Argumente, die du bringst, die treffen genauso auch auf dich zu. Und ich gerade so an dem Punkt... 1:1, Digga. Wo ich... Du kannst es dir nicht mehr schönreden. Das, was du gemacht hast, ist nicht korrekt. So, das wirst du auch nie schönreden können. Auch wenn deine ganze Community dir das glaubt und 1000 Leute hinter dir stehen.
du wirst es dir niemals schönreden können. Was du fabrizierst, ist einfach schlecht, Bro. Das, was du mir gegenüber gemacht hast, ist einfach nicht korrekt, ist menschlich nicht nice und ist vor allen Dingen auch nicht, ja, so, du standest nicht zu deinem Wort, Bro. Du hast gelogen. Du hast auch hier in dem Video wieder deine Community angelogen, indem du gesagt hast, dass mein Treppenhaus-Video nach dem Song Wach und nach dem Interview mit Vodak kam und deswegen hast du wieder angefangen, Videos zu machen. Das stimmt nicht einfach. Es ist einfach nicht wahr, Digi. Du hast auf meinen, ich weiß gar nicht auf was, aber während ich in Mexiko war, hast du TV Straßensound Interview, habe ich irgendwas von dir gesehen. Dann das eine 1,5 Stunden Video, was du eben angesprochen hast, oder 1 Stunde 50. Leon Lovelock treibt mich in den Wahnsinn. Das war alles, nachdem du mir das Friedensangebot gemacht hast und bevor, also auch alles nach dem Treppenhaus Video. Dazwischen ist nicht mal, ich habe kein einziges Video mehr in die Richtung gemacht auf dem Hauptkanal. So, es sind einfach Fakten. Du hast gelogen. So viel Klicks und so gemacht habe. Ja, vor allen Dingen, auch wie er gerade gesagt hat, so, weil er denkt, dass er jetzt größer ist als ich. Rückblende. Ja, irgendwelche Leute nachäffen, ja, das ist auch so 6-jährigen Verhalten. Weil er denkt, dass er jetzt größer ist als ich. Das sind 90 Minuten, so lange kann ich mich nicht konzentrieren, dann muss ich wieder ins Gym, Alter. Ja, irgendwelche Leute nachäffen, ja, das ist auch so 6-jährigen Verhalten. Okay. Ja, das hat ihn anscheinend sehr, sehr getroffen, ja, dass er das da rausgezogen hat aus der Story. Ja, also ihr wisst, ihr merkt wirklich, ja, er... Du schreibst in deiner Story von oben nach unten. Wer, also an was machst du fest, dass du über mir stehst? Das würde ich gerne mal wissen. Als Zwischenargument habe ich hier einfach genutzt, dass du vielleicht denkst, weil du 3 Interviews gemacht hast, so, und die ein bisschen Reichweite generiert haben, dass du jetzt von der Reichweite her über mir stehst, so. Oder weil deine Videos in letzter Zeit mehr Klicks gemacht haben, oder woran machst du das fest, Bro? Du hast ja gesagt, selber gesagt in deiner Insta-Story, dass du von oben nach unten nicht mehr schießt. Wer sagt, dass du oben stehst? Meint seine einstigen Reichweite immer noch sehr hinterher. Das ist immer noch sein primäres Problem. Er fühlt sich unfair behandelt, weil er nicht mehr das fette YouTube-Para macht, um am Beat Para it out, man. Von Mexiko seine Muscles zu flexen und mit den Bitches zu chillen, ja. Dann hat er das in der Story gepostet und macht jetzt aber dann weiter anscheinend. Ich hab's mir nicht angeguckt, ich weiß auch nicht, was der erzählt und nicht erzählt. Ich verfolge den Typen nicht. Ja, genau. Aber macht dann weiter und die Leute feiern das dann wieder, anstatt mal ein Gehirn anzuschmeißen und zu denken so, Bruder, du bist ein Heuchler, du sagst erst so und machst dann wieder so. Ja, ja, stimmt, ja. Also hast du noch nie was in deiner Story gepostet, was du dann nicht eingehalten hast, Digga? Also... Ja, jetzt steinigt mich, ja, sorry. Ne? Das ist, es ist nun mal leider etwas, was sehr, sehr triggert, ja. Wenn man sieht, dass da jemand Treppenhaus Teil 2 dreht und da dann auch, ja, arg... Digi, das ist doch von der Timeline auch wieder ganz anders. Der legt sich alles so hin, wie er es gerne haben möchte, Bro. Das Treppenhaus 2.0 Video war jetzt, wo ich hier wieder in Deutschland bin. Die zwischenzeitigen Videos und die Insta-Story, die du gemacht hast, die waren... Du hast nach dem Friedensangebot 2-3 Videos gemacht, dann hast du eine Insta-Story rausgehauen, wo du gesagt hast, ja, nee, ich schieße nicht mehr von oben nach unten, weil ich bin jetzt so viel krasser geworden, ich kann es auch selber mir, ich kann das nicht mehr verantworten, das macht man nicht und so. Und danach hast du dann wieder auf mir rumgehackt, so, Bruder, du hast 2 oder 3 Mal schon dir einfach Gründe aus dem Arsch gezogen, wieder auf mir rumzuhacken und hast 2 oder 3 Mal selbst zugegeben und gesagt, ey, eigentlich will ich nicht mehr. Was soll man dazu sagen, Bro? Ich habe sowas noch nicht gemacht, nee. Ich bekomme gar nicht auf die Idee, auf irgendwelchen anderen Leuten rumzuhacken konstant, weil ich die nicht mag. Es macht einfach für mich gar keinen Sinn. Zuspruch bekommt für hanebüchende, teils auch gefährliche Aussagen und dann YouTube dafür verantwortlich macht, boah, dass Digga, bei das ihnen ist nicht läuft, fertig, Digga. Alter. Ja, das ist halt irgendwie weird, Alter. Ja, sorry. Und da du sagst, du bist ja Hip-Hopper, ja, für mich bist du auf jeden Fall Teil des Hip-Hop-Kosmoses auf YouTube und wir hier auch den Hip-Hop-Kosmos auf YouTube behandeln, fand ich das einfach relevant, ja. Aber wie gesagt, ich hab die Schnauze voll jetzt, Digga, ja, ganz ehrlich. Was hat das, Bruder, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, Bro, tu doch nicht so, als ob das irgendwie relevant gewesen wäre im Hip-Hop-Kontext, was ich da erzählt habe in dem Video, was ich hier gemacht habe. Warte, wie gesagt, was ich für ekelhafte DMs und Kommentare bekommen habe in den letzten 2-3 Tagen von der Leon Dörfler Community, ja, wo positive Vibes natürlich groß geschrieben. Alles klar, Digga, Marvin, alles klar. Meine Videos haben eine Reichweite von 10.000 Views, deine Videos haben eine Reichweite von 80.000 bis 200.000 Views gegen mich. Was denkst du, wer mehr Scheiße in die DMs reinbekommt, dich oder du? Ja, dass man mir den Tod wünscht durch die Impfung und alles drum und dran. Ja, nice, ne? Da habe ich keinen Bock mehr drauf, so eine Scheiße zu lesen, ja? Er soll seine komische... Hättest du nie angefangen, diesen Hass zu verbreiten, Bro? Du,
du bist der einzige Grund dafür, dass so viel Hass hier draußen zwischen uns schwebt, dass zwischen unseren Communities so viel Hass ist, dass Leute mich beleidigen, dich beleidigen. Das basiert alles auf deinem Hass mir gegenüber, Bro. Ich habe nie einen Hass auf dich gehabt. Ich habe erst einen Hass auf dich bekommen, als du einen Hass auf mich hattest. Der Ursprung ist wichtig und du bist der Ursprung von der ganzen Scheiße. Community bei sich versammeln ist gut so, ja. Leben und leben lassen. Fucking Christ, Alter. Weißt du, das ist einfach nicht, menschlich nicht korrekt. So verhält man sich nicht. So verhält man sich nicht. Und so eine Leute werden sich früher oder später, meiner Meinung nach, selbst exposen. Karma regelt es am Ende des Tages so. Ist halt schade, dass sowas überhaupt funktioniert, dass Leute nicht richtig nachdenken. Er hat sich hier gerade schon selbst exposed, meiner Meinung nach, indem er zugegeben hat, dass er die Timeline für sich erfunden hat, damit er einen Grund dafür hat, weiter auf mir rumzuhacken, so. Das zeigt schon die Hintergründe an. Und wenn allen Leuten bekannt ist, dass er das einfach nur macht, weil er mich nicht leiden kann, weil er neidisch ist, missgünstig ist oder was auch immer, dann ist es auch okay. Dann soll er auch gerne weiter so machen, aber tu es nicht als irgendwelche konstruktive Kritik ab oder sag nicht, dass es irgendwelche Gründe hat oder so. Es hat keine Gründe. Es ist dein Hass einfach mir gegenüber, mehr nicht. Ja, genau. Also hier nochmal das Strohmann-Argument, ja. Also eigentlich Leute, die richtig nachdenken können, die sollten eigentlich so einen Content wie Marvin California nicht feiern, ja. Ich sag's ja nur, ja. Also Leute mit gesundem Menschenverstand würden einen Marvin California nicht feiern, ja. Ich bin ja der Meinung, dass Leute, die ein bisschen Grips haben, eher mein Content feiern, ja. Und den Marvin California, also mit gesundem Menschenverstand, da würde ich aber sagen, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, ja, den Marvin California zu feiern. Genauso wie mit KuchenTV. Der hat sich am Ende des Tages auch selbst gefickt, so. Das hat zwar nichts mit mir zu tun, aber so eine Menschen exposen sich am Ende, die mit negativer Intention ihre Reichweite nehmen und... Ich habe keine negative Intention. Du hast Hass. Eine dreiste Unterstellung der absolut übelsten Sorte, Alter, ja. Made in Germany. Du bist halt Podcast, ne, Bro? Made in Germany? Geil. Er schreibt, genau dasselbe hat er damals bei mir auch gemacht. Habe mit dem telefoniert, gefragt, was sein Problem ist. Warte, wie heißt der? Geil. Er schreibt, ne, Bro? Made in... Das ist auch zurück. So. Made in Germany. Du bist... Das ist Rapslap! Das ist Made in Germany! Das ist Domme von Rapslap, Alter! Nein! Oh Gott, was ist denn da jetzt los, Digga? Oh mein Gott! Jetzt macht alles Sinn, ja? Das ist fake aufgeschrieben. Macht alles Scheiße, Sinn. Digga. Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie ein Leon Lovelock-Zuschauer ist, ja? Ich krieg ja die absolute Krise. Oh, ist das gruselig. Blitzattacke, Blitzattacke, Thunderstorm Flash. Das ist Rapslap, Digga. Scheiße, ich werd komplett wahnsinnig hier. Oh mein Gott. Man sieht richtig, wie krass das für ihn ist alles, Digga. Blitzattacke, Thunderstorm Flash. Oh mein Gott. Ist so, als ob er gerade gekommen ist, Digi. Ich schwör's dir, Bro, das hört sich an wie Porno, Digga. Oh mein Gott, Alter, Digi. Was ist hier los, Digga? Diese Twitch-Welt, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, der kommt einfach gerade, Bruder. Ach du Kacke. Hör auf, Bruder, ich cringe. Ach du Scheiße. Ey. Niemals. Bro. Ist nicht Rapslap, Made in Germany ist nicht Mad in Germany ist ein Podcast. Nee, da stehst du leider auf dem falschen Dampfer. Leon Lovelock in seinem... Leon Lovelock hat ja amerikanische Vorfahren und ist ja wirklich tadellos im Englischen. Made in Germany, Dicker. Made in Germany ist ein Podcast, Bruder. Das ist ein Dude, der einen Podcast hat, Bro. Ja, hat dann Mad in Germany als Made in Germany vorgelesen. Samenaguss for free, Diggi. Das gleiche hat er bei mir auch gemacht. Kommen wir gleich zu, ja, was damit dumme war. Weil ich habe noch nie mit jemandem Made in Germany geredet, der einen Podcast hat, ja. Also Leon Lovelock liest hier Mad in Germany als Made in Germany vor. Hören wir mal rein, ja. Und ihre Reichweite nehmen und damit was Böses machen wollen, was Schlechtes machen wollen. Die kriegen irgendwann was Schlechtes auch zurück. Also das ist mir von Triple D nochmal was hören, Digga, das hätte ich aber nicht gedacht. So, Made in Germany, du bist ja... Domme war doch der gesagt hat, Schule bringt nichts, oder? Ja, genau. Wollen, die kriegen irgendwann was Schlechtes auch zurück. So, Made in Germany, du bist ja Podcast, ne, Bro? Er liest ihn einfach nur vor, weil er davor ja schon angefangen hat zu lesen, ja, still und heimlich, hat schon gemerkt, okay, ja, da ist jemand, der auch sagt, Marvin ist voll der Doofe, ja. Oh, gib mir drei. Digga, das ist so kindisch, Bro. Er stellt mich als sechsjähriges Kind dar, Digga. Sein Verhalten ist einfach so krass kindisch, Bro. Sekunden. Deswegen lese ich das jetzt hier vor, mach einfach Bro mit dem. Habub, danke für den Twitch beim Sub, 200 am Start. Oh. Made in Germany? Geil. Er schreibt. Geil, du bist doch der Podcast, ne? Der hat gar keinen Podcast. Das Einzige, was Domme auf seinem Mad in Germany Kanal momentan noch macht, ist Verschwörungstheorien der übelsten Sorte zu teilen, ja, also von... Bro, Alter, komm doch mal zum Ende jetzt hier, Digga. Ja, also auch jemand, der mir den Impftod wünscht auf jeden Fall, das sind die Leute, die in Leon... komplett.
Bruder, komm mal. Und dann einen Totenkopf drauf. Ja, also auch jemand, der mir den Impftod wünscht, auf jeden Fall. Das sind die Leute, die in Leon Lovelocks Community die positiven Vibes versprühen, ja. Jetzt macht alles Sinn, es ist einfach. Oh, Digga, guck mal, dieses lächerliche Gemache über meine Community, Bro. Ich weiß ganz genau, dass ich einen geilen Kern von Community habe, die das Herz am richtigen Fleck haben, die auf so eine Scheiße auch überhaupt nicht stehen, Digga, die mir sogar davon abraten, so eine Reactions zu machen oder mir das anzuschauen, wie du Hass verbreitest, Bro. Ich weiß, dass meine Community auch maßgeblich von mir geprägt ist, Digi, und dass ich einen Großteil von meinen Videos versuche, das so auch mitzugeben, positiv zu bleiben, versuche und gute Werte versuche mitzugeben. Das weiß meine Community auch, Bro. Es ist einfach komplett geisteskrank, was hier passiert. Du bist geisteskrank, aber komplett. Und wie gesagt, mir ist das so dumm, Alter. Ja, ich gebe auf, Digga. Genau dasselbe hat er damals bei mir auch gemacht, habe mit dem telefoniert. Wenn ich mal Nachrichten vorlesen würde von Texas seiner Community, Bruder, da würden, Bruder, ich könnte auch mal richtig so ein geiles Video machen, wo ich so Nachrichten sammle und Sachen, wie er sich widerspricht und dann zusammenschneiden und so, Bruder, aber ich habe keine Energie und keine Zeit dafür, selbst nicht für jemanden, der so viel Zeit und Energie in die Hassverbreitung gegen Leon Lovelock reinsteckt, so, will ich das nicht zurück reinstecken. Dann würde ich mich auf selbe Niveau runterlassen und das mache ich einfach nicht, Bro. Ich mache so ein Reaction-Video, wo man schon eigentlich sehen sollte, schon an seinem Gesichtsausdruck, den er hier an den Tag legt gerade, wo ich hier Stopp gedrückt habe, sollte man sehen, was er denkt, wer er ist, so. Er denkt, er steht über uns allen. Er denkt, er ist über Leon und über Leons Community. Wir sind alle dumm. Fragt, was sein Problem ist. Er war total freundlich. Das ist geisteskrank, Bro. Frieden angeboten und danach hat er wieder losgelegt. Also auch Leon hier, ja. Wir haben da ein paar DMs ausgetauscht, die ganz okay waren, so neutral, ja. Aber ich habe da doch nie suggeriert, dass ich dein Freund bin. Also ich. Du wolltest mit mir Frieden schließen, Digi, und ich nehme das ernst. Ich nehme das ernst. Ich nehme das ernst, wenn jemand mir, auch wenn es DMs sind, Bro. Das ist persönlicher Kontakt, den wir haben. Du schreibst mir, ey, lass Frieden machen. Ich nehme das dann ernst. Natürlich nehme ich das dann ernst. So. Ich bin auch einer, ich habe keine Ahnung, wenn ich mit jemandem mal Stress hatte und wir uns dann hinsetzen und das klären und sagen so, wir räumen diesen Stress aus dem Weg und sagen so, scheiß drauf, es macht keinen Sinn mehr. Dann halte ich doch daran fest, Digi. Dann tue ich doch nicht extra was, um diesenjenigen zu provozieren, weil ich doch weiß, wir hatten schon mal Stress, Digga. So, du tust es so ab, als ob das so eine Nichtigkeit ist. Ja, ich habe ihm halt mal geschrieben, dann haben wir halt telefoniert und so. Aber wir sind ja dadurch keine Bros und so, dies, das, bla. Du wolltest doch den Beef damit beseitigen, Bro. Digga, das macht gar keinen Sinn, was du erzählst. Schau mal, was diese anderen Content-Creator von mir erwarten. Das war damals mit Beard Bro genau das gleiche, Alter, ja? Er hat auch gedacht, ich habe mich jetzt so in einem eheähnlichen Verhältnis mit ihm verbindet. Ja, so ewige Treue geschworen. Digga, dann heuchel doch einfach nicht, dass du dich vertragen willst, Bruder. Ist doch alles gut. Sag einfach, ey, ich mag den Jungen nicht. Ich werde meine ganze YouTube-Karriere werde ich auf ihm rumhacken. Und dann ist doch alles cool. Aber tu nicht irgendwelche Argumente versuchen zu nehmen und das alles irgendwie so hinzustellen, als ob du das berechtigt machst. Machst du nicht. Machst du nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht eure Freunde sein, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht euer Freund sein. Ja? Mann, sucht euch andere Freunde. Marvin Texas will nicht mit euch befreundet sein. Das ist einfach lächerlich, Bruder. Ist ein Heuchler. Ist nicht Heuchler. Ernst zu nehmen. Nicht ernst zu nehmen, Heuchler. Also mit gesundem Menschenverstand, ja, wird man wissen, dass ein Heuchler ist, der nicht ernst zu nehmen ist. So Leute suchen sich halt auch die Bestätigung im Internet und wenn die merken, die kriegen die Bestätigung. Das ist doch alles, worum es ihm geht, Digga. Ja? Anerkennung und Bestätigung im Internet, Digga, ja. Oder auch am Strand, ja. Hey, does a man has to has muscles, oder ist egal. Und wenn einer sagt, yo, ist wichtig, dann freut er sich über beide Ohren, ja, Bestätigung ist da. Ja, das muss das Muskelthema sein. Also es muss auf jeden Fall irgendwas an der Optik sein, was ihn auch richtig krass triggert, Digga. Weil es kommt immer wieder mit Muskeln und immer wieder mit Gym und immer wieder mit Frauen, die auf mich stehen und so. Tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, Digi. Nichts zu bieten, auch. Wird alles irgendwann wieder gut. Und dann wird wenigstens das honoriert. Im Internet, dann denken, sie sind auf der richtigen Seite, Bro. Aber Karma und Gott ist größer als Internet, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Also der redet die ganze Zeit über Karma und Karma wird dich noch ficken, Marvin, das wirst du sehen. Wird einen schon heimsuchen und so weiter. Hast du mal überlegt, was mit deinem Karma ist? Hast du mal überlegt, warum du da bist, wo du bist?
Natürlich, ich überlege jeden Tag über mein Karma. Ich handle jede einzelne Sache, die ich tue, da denke ich über mein Karma drüber nach. So. Und ich habe selber in meinem Leben schon sehr viel Karma kassiert, weil ich auch schon sehr viele Dinge getan habe, zu denen ich heute nicht mehr stehe. So. Das sind aber Dinge, die außerhalb vom Internet passiert sind. Und es sind Dinge, die im echten Leben passiert sind. Und ich weiß aber, dass ich bis heute jemand bin und immer war, der sich für alles, was er auch an Fehlern getan hat, gerade gemacht hat und sein Karma dafür sogar kassieren wollte. So. Ich meine, ich gönne dir das nicht. Vom Herzen. Ach nee. Digga, ja? Vom Herzen nicht. Ich gönne jedem alles Glück dieser Welt, ja? Das glaubst du doch selber nicht, Bro. Aber Bruder, das kann doch nicht sein, ja? Dass er mir hier immer kommt mit der Karmaschine. Oh, der Karma wird er schon richten. Dagegen gibt's nichts zu richten, ja? Doch, gibt's. Hat wohl vergessen, was er mit Nico Nuevo gemacht hat. Ja, safe, Digga, ja? Was weißt du denn von meiner Beziehung mit Nico Nuevo, du? Was weißt du? Was weißt du von meiner Beziehung mit Nico Nuevo? Was weißt du, was da genau passiert ist? Einen Scheißdreck weißt du, Bruder. Einen Scheißdreck wisst ihr auch da draußen. Jeder Einzelne, der im Internet stattfindet, hat keine Ahnung, was da war und was da nicht war. Also hör auf, diese Scheiße als Argument zu benutzen, Bro. Hör auf, diese Scheiße als Argument zu benutzen. Es ist nicht so, wie die meisten Leute da draußen denken, das kann ich nur dazu sagen. Er stellt sich hin hier als der Guru, ja, der Friedensmissionar, Digga. Ja? Der hat viel Scheiße gebaut. Da könnte ich auch mal richtig auspacken, mache ich aber nicht. Pack doch aus! Pack mal aus, Marvin! Pack doch aus! Du wünschst doch jedem nur Frieden und Glück und das Gute im Leben. Pack mal deine Story aus, die du über mich hast. Oder Stories, die du über mich hast. Pack sie alle aus, Bro. Mein so? Und diese ganze Scheiße wird dich irgendwann einholen. Das echte Leben wird dich irgendwann... Ich hab vor nix Schiss. Vor all... Egal, was ich in meinem Leben getan hab. Jeder kann alles davon ins Internet raushauen und auspacken. Kann jeder machen. Weißt du warum? Weil ich mich für alles, was ich in meinem Leben getan habe, vor den Menschen, denen ich es angetan habe, wenn ich jemandem was angetan habe, sofort gerade gemacht habe und nichts mehr zu befürchten habe. So. Weil ich kein Heuchler bin. Ich bin niemand, der irgendwas sagt oder irgendwas macht und sich dann dafür nicht gerade macht. So. Ich habe das in meinem Leben bis jetzt immer getan. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und da ist mir Internet auch scheißegal. Und ihr könnt alle sehen und denken und machen und spekulieren, was ihr wollt. Ich habe mich vor den Menschen gerade gemacht, vor denen es wirklich zählt. Und ich muss es hier nicht im Internet tun. Ich muss nicht eine Geschichte, wo noch Menschen involviert sind, die mit dem Internet überhaupt nichts zu tun haben, noch hier ins Internet mit reinziehen. Und ich muss auch niemandem mit irgendwelchen Stories drohen oder sagen, ich kenne irgendwas aus deinem Privatleben, das könnte ich jetzt hier auspacken. Ich mach's aber nicht, weil ich angeblich ein guter Mensch bin. Du bist ein Scheißdreck, bist du, Marvin. Irgendwann ist das Twitch-Zimmer nur noch das Twitch-Zimmer und auf einmal kommt echtes Leben in deine Fresse. Junge, ey, ich hab mehr echtes Leben als du. Ja? Also ist der denn komplett geisteskrank? Der sitzt hier irgendwo in einem Wald. Wie oft willst du eigentlich noch sagen, ist der denn komplett geisteskrank? Das ist sein Hauptargument, ist der denn komplett geisteskrank, Digga. Wer von uns ist denn auf den anderen hängen geblieben und macht seit Jahren Videos über den? Wer von uns macht denn ein Video, wo steht, Leon Lovelock treibt mich in den Wahnsinn? Wahnsinnig, du wirst schon wahnsinnig wegen mir. Das zeigt doch, wer von uns beiden lost ist, Digga. Wer von uns die Psychose hat, wer von uns beiden nicht mehr darüber hinwegkommt. So. Wer ist es denn von uns beiden? Wer ist denn von uns geisteskrank, Bro? In der Gartenhütte von seiner Oma und schon wieder. Das ist auch der Grund, warum ich diese Nachrichten, DMs von seiner Community sind immer wieder die gleichen. Die machen sich darüber lustig, dass ich in dem alten Haus, es ist kein Gartenhaus, es ist ein richtiges Haus von meiner Oma und von meinem Opa wohne. So. Darüber machen die sich lustig und dass ich finanziell nicht mehr so gut dastehe und meiner Community die Möglichkeit gegeben habe, auch mich finanziell zu unterstützen. Das sind die zwei Dinge, über die sie sich lustig machen. Und das kommt in jedem dritten Satz und ob ich wahnsinnig bin. Das wiederholt er immer wieder. Ey, bist du eigentlich wahnsinnig? Ey, in deiner Gartenlaube von Oma und Opa. Ey, du hast einen Spendenlink in deiner Videobeschreibung. Deswegen kannst du kein korrekter Dude sein. Also dir kann man nicht vertrauen. Du hast doch alles verloren in deinem Leben. Du bist lost, Bro. Du lebst in einem Gartenhaus von deiner Oma und von deinem Opa. Deswegen kannst du gar nicht, dir kann man gar nicht glauben und vertrauen. Du lebst doch so ein Drecksleben. So, wie soll man dir vertrauen? Ich bin hier in Amerika, ich habe ein Zimmer, ich habe das, ich habe dies, ich habe so. So denkt er vielleicht von oben herab, aber was hat das damit zu tun, wie meine Lebenssituation aussieht? Das, was ich sage und was ich bin, das ist unabhängig davon, was meine Lebenssituation ist, wie viel Geld ich habe, wo ich lebe, wer in meiner Umgebung ist und wer nicht. Das ist unabhängig davon. Ich bin, wer ich bin, weil ich der bin, der ich bin, Dicker. So.
So, ich muss mich nicht damit profilieren, dass ich ein geiles Haus habe, dass ich eine geile Wohnung habe. Jeder frisst mal Scheiße im Leben. Jeder hat mal Up and Downs im Leben so. Na, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich finanziell nicht so gut aufgestellt bin. Ich bin froh, dass ich hier in dem alten Haus, es ist keine Gartenlaube, in dem alten Haus von meiner Oma und von meinem Opa leben kann. Ich bin froh und dankbar, dass ich eine Familie habe, die mich unterstützt. Ich bin auch froh und dankbar, dass ich in der Nähe von meiner Oma und von meinem Opa gerade sein kann, weil es meiner Opa nicht so gut geht. Und weil meine Mutter jetzt auch letztens eine Operation hatte und ich dafür die da sein kann, dadurch, dass ich hier in der Nähe mal bin, was ich schon ganz lange nicht mehr war, weil ich in meinem Mannheim in Berlin oder woanders gelebt habe. So. Das als Argument zu benutzen, dass alles, was ich sage, nicht stimmt, das ist einfach nur Schrott. Und verarscht. Das ist Kacke, Digga. So. Sozial komplett, Digga, ja? Und erzählt mir hier was von, dann ist das Twitch-Zimmer nur noch das Twitch-Zimmer. Digga. Junge, nur weil ich nicht jede Kleinigkeit aus meinem Privatleben in meine Story poste, oh. Ja? Heißt das doch nicht, dass ich den ganzen Tag hier in meiner Bude hocke und hier am PC viereckige Augen kriege. Und du wirst zur Rechenschaft gezogen für alles, was du Böses getan hast, Bruder. Und dann spürst du Schmerzen, Digga, weißt du, wie ich meine, so? Das gönne ich niemandem, Bro. Aber wer das selber auch forst, so, weißt du, wie ich meine, der wäre das selber auch... Ich, lustigerweise, ja, bin ich da ja komplett Leons Meinung. Ich glaube auch an Karma. Und ich habe auch schon mein Karma bekommen, für Scheiße, die ich gebaut habe in meiner Vergangenheit, ja? Aber was hat das mit mir und Leon Lovelock hier auf YouTube zu tun? Triggert oder sich selber in diese Gefahr reinbegibt, dass sowas passieren kann, der ist halt scheiße so, weißt du, ich meine, für die Leute, weißt du, das ist scheiße für die Leute und deswegen versuche ich auch immer aus reinstem Gewissen mit reinem Herzen Dinge zu tun und auch wenn... Na, deswegen verbreitest du ja eine Lüge nach der nächsten hier über mich, ja, um deiner Community ein Bild eines Monsters hier zu suggerieren, ja, damit die bloß nicht auf mein Video klicken und vielleicht irgendwie auch mal mitbekommen, dass du scheiße laberst, ja. Ich, weißt du, auch ich bin kein perfekter heiliger Mensch, ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben und ich habe die Kellen dafür kassiert und ich will das auch. Und ich spüre das auch. Und dann ist aber okay. Weißt du, wie ich meine so? Trotzdem versuche ich weiterhin ein guter Mensch zu bleiben und mit positiver Intention ranzugehen und mich immer gerade zu machen. Na, das hat zumindest in diesem Video aber super optimal nur geklappt hier, mein Freund, ja? Mich immer für meine Fehler zu entschuldigen, dafür gerade zu stehen. Einfach ein... Die einzigen Schmerzen, die ich bekomme, ist mir diese Scheiße hier zu geben, Alter, ja? Ein echter, gerader Charakter zu sein, der mit allem, was er tut, eigentlich was Gutes verfolgt, so. Und dann hoffe ich, dass am Ende des Tages beim jüngsten Gericht oder wann auch immer meine Strafen nicht zu hoch werden, weißt du, ich meine so. Und das hoffe ich und wünsche ich für jeden Menschen, deswegen versuche ich auch immer so krass einen auf Prediger zu machen, so. Leute machen sich da auch lustig drüber. Versuche ich aber. Naja, Bro, wenn du jetzt in deinem Treppenhaus 2 Video gesagt hast, dass deine von Gott gegebene Reichweite, ja, dass du die nutzen musst und dass du dich für uns geopfert hast, dass du deine Karriere für uns geopfert hast, ja, das ist schon sehr Jesus-Talk-mäßig und das lädt natürlich zum Schmunzeln ein, ja. Also kein Mensch, der bei Sinnen ist, würde so von sich reden, Digga. Weil ich so Leute davon überzeugen will wie möglich, weil ich nicht will, dass die irgendwann die Kelle dafür bekommen. Genau, EP, ist auch so, fühle ich. Also ich finde es immer noch mega krass, dass Domme Rapslab sich einen Leon Lovelock Stream anschaut, anscheinend regelmäßig, ja, weil es ja jetzt nicht so, dass der hier jeden Tag über mich redet, und dann kommentiert, ja, und Leon Lovelock das cool findet. Also das ist wie, what are the fucking odds, ja? Na gut, an sich sind die Odds doch schon relativ eindeutig, ja, weil... Yo. Okay, jetzt hört man mich wieder. Zwischen dem Mindset von Domme Rapslab, aka Made in Germany, oder wie Leon Lovelock sagt, Made in Germany, und Leon Lovelock, dazwischen ist wirklich nicht mehr viel Unterschied, Digga. Wir jetzt bekommen... Hoffentlich machen die bald mal Videos zusammen, einen Podcast von den beiden, Digga. Ich würde da zahlen für, ist umso besser für später. So. Baust du Scheiße, mach dich sofort gerade. So. Geh sofort hin. Ich habe schon Scheiße gebaut in meinem Leben und die sofort, ich kann das nicht anders. Ich muss die sofort eingestehen und dafür meine Kelle kassieren. Und das dann auch... An sich müsste ich das auf YouTube hochladen. Irgendwie sowas, Rapslab und Leon Lovelock haben sich gegen mich verschworen. Ja, sowas in der Art, ja. Killer. Kann sich auch dann ziehen, so. Aber es ist besser jetzt als später. So. Auch wenn ich Stress mit jemandem habe oder hatte. So richtigen Stress. Worum geht's denn jetzt hier? Um mehr geht als einfach nur Internet, so. Dann stelle ich mich dieser Konfrontation. Stopp, das war's auch mit dir. Bro, egal was passiert. Egal was. Ist das immer noch eine Ansage an mich hier oder was das jetzt hier gerade Sache passiert? Weil ich kann gar nicht damit leben, mich nicht zu stellen. Dann bin ich nicht mehr ich. So. Das ist einfach nur Real Talk, Bro. Und das sollten die meisten Leute so auch in sich tragen. Das ist besser, das ist der bessere Weg. Anstatt sich zu verstecken hinter einer Kamera, hinter einem Profilbild oder hinter, weiß ich nicht, zu Hause zu verstecken, wenn draußen Stress auf dich wartet. So, geh raus, so. Mach dich grad. Ja, gut. Das war Leon Lovelocks Ansage an Marvin California featuring Rapslab, ja. Ey, ich werd ja nicht mehr, Alter. Oh mein Gott.
Ja, Digga, ich werde auch nicht mehr, Bro. Ich bin schockiert. Ah! Digga. Nee, also wie gesagt, das war's jetzt auch, Alter. Ja. Also das kann ich mir nicht mehr antun. Das ist nicht gut für mein Herz, das ist nicht gut für mein Gewissen. Ist nicht gut. Alright, Freunde, da kommt nichts mehr, glaube ich. Nee, da kommt nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal drauf reagiert, auf den Schmutz hier. Und ja, ich will nochmal sagen, ich find's echt schade, dass es überhaupt so weit kommen musste. Sag ich dir ehrlich. Weil am Ende des Tages stand der Frieden im Raum. Wir haben schon darüber geredet. Wir hatten schon gesagt, so ey, lass uns die Scheiße einfach aus dem Weg räumen. Und lass uns einfach unser Ding weitermachen. Und dann musste er weitermachen und den Beef aufleben lassen und die Hassverbreitung. Irgendwas gibt es ihm anscheinend oder irgendwas ist da, was ihn krass an mir nervt oder warum er mich so krass nicht mag und so. Und deswegen muss er das aufrechthalten. Alles schön und gut. Drauf geschissen. Wir haben jetzt drauf reagiert. Ich werde es auch hochladen auf dem zweiten Kanal. Ja, man, schreibt einen Kommentar. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich küsse euer Herz.